So, meine lieben Freunde, ich habe noch nichts gesagt. Ich habe erst noch geteilt und bla und blub. Alles, was man machen muss, ihr kennt das ja, ist ja eigentlich immer so am Anfang, dass ich dann so schön still hier bin. Ich muss mir nochmal meine Games kurz zurechtlegen, die ich dann gerne euch schenken möchte. Da habe ich hier meine Liste, die suche ich gerade. So. Wenn er es jetzt noch schafft, er schafft es. Haben wir. Perfekt. So. Ja, heute wieder Rise of the Tomb Raider. Ich starte es sofort. Ich hoffe, dass das Ding das hier auch gleich wieder erkennt. Das ist ja immer so ein bisschen problematisch. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Noch nicht an. Ist noch dunkel, also wundert euch nicht. Spielen. Ach Mensch, Dark Seed, das ist schon am Start. Wunderbar. Na, warum will er das nicht erkennen? So. Warum findet er das denn nicht? Mal gucken, ob er es so macht. Müssen wir mal testen, hier mal an. Ob gleich ein Bild übertragen wird oder nicht. Nee, scheint nicht der Fall zu sein. Das ist doch zum Kotzen. Oh doch, jetzt ist da was. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, dass es auch im Stream kommt. Ihr werdet sicher gleich sehen. Ich gehe schon mal auf Fortfahren, weil das dauert ja ein bisschen, bis das auftaucht. Michi Feige ist auch am Start. Hallöchen. Paar Tage kein Stream. Ihr habt es vielleicht auf meinem Kanal gesehen. Es gab jetzt Battlefield. Da habe ich jetzt ein bisschen gedaddelt. Weil jetzt gerade bei dieser EA-Woche gab es Battlefield und Titanfall 2. Beide zusammen für 50 Euro, also 25 Euro pro Spiel. Da wollte ich natürlich da erstmal reingucken. Habe ein paar Multiplayer-Matches aufgenommen. Ein sehr, sehr langes. Das war auch so ein Shadowplay-Test, weil ich Shadowplay eigentlich nicht benutze zum Aufnehmen. Das lief aber ganz gut. Und ja. Ah, da sind wir schon. Ihr müsst mir mal sagen, ob man das Spiel gut sehen kann, ob es da ist. Ich hau mich mal hier so hin. Aber ich glaube, eigentlich müsste es angezeigt werden, wenn ich das richtig sehe. Ja, doch. Müsste da sein. So, am Lager waren wir beim letzten Mal zum Abspeichern und wir haben jetzt hier wieder so einen Tempel, den wir erledigen müssen. Ich weiß aber gerade gar nicht mehr genau, wieso. Oh, ich will erstmal hier dieses Ding hierher ziehen. Ah, ich verstehe es, glaube ich, jetzt schon. Ich muss hier drauf. So, kann ich da einfach so rübergehen? Oh, Scheiße. Komm her, mein Boot. Hä, warum will sie da nicht drauf? Was ist denn jetzt dein Problem? So, jetzt wollen wir dahin. Zack, du ziehst mich jetzt mal hier rüber. Damit wir hier reinkommen und zerschneiden. Damit wir uns einfach mal ein bisschen nach vorne bewegen. Alles klar. Da hinten hin. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Halten, halten, halten. Fahren wir mal dahin. Läuft sehr gut, sagt Michi Feige. Und Price Clutch sagt auch, es läuft. Also von daher. Los, zieh mich ran, zieh mich ran. Ich will... Muss ich hier rüber? Ich muss mal gucken, wo ich hier hin muss. Da vorne. Oh, ein zweites Boot. Ach, Scheiße. Zu spät geschossen. Voll krepiert. Na, tolle Wurst. Geht ja gut los, ey. Oh mein Gott. Okay. So nicht. Also machen wir es nochmal. Wir holen jetzt erstmal das Bötleinchen hierher. Ah, so eine verfickte Scheiße. Und das geht mir jetzt schon auf den Sack. Ich sag's euch. So, yep. Okay, bist du drauf? Hier ein bisschen rüber. So, zieh dich rüber. Chuck, 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 chuck. Bisschen rangezogen. Abgeschnitten. So, du ziehst mich mal hier auf diese Insel, bevor es reißt. So. Dann. Verschwindet nämlich hier gleich dieses Boot, denke ich mal. Vielleicht gibt es hier noch ein Floß. Vielleicht gibt es hier noch ein Floß. Ja, da natürlich, da vorne. Da ist irgendwas. Was soll da versteckt sein? Ich weiß es nicht. Aber, seht ihr das da hinten? Da muss ich also erstmal dieses Floß hier herholen. Oh, das war jetzt aber grafisch sehr, sehr unschön. So, ganz locker und leicht. So, und du gehst jetzt hier rüber. Zack. Zieh, 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 zieh.
Na, reicht's nicht? Zieh mich. Er will mich nicht ziehen. So, dann zieh du mich nochmal hoch. Wow, 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 wow. Okay, ich stehe irgendwie noch auf dem Boot. Das ist alles gar kein Problem. Aber trotzdem, irgendwie gerade strange hier. Ist egal. So, zieh, zieh ran. Gleich, wenn es knötert, dann ziehen wir hier rüber. So. Reicht das? Und nein, das reicht nicht. Oh, verdammt. Oh, das zittert. Oh, fällt sie runter, die doofe Kuh. Ich weiß ja, wo ich hin muss. Mein Gott. Ah, okay, es speichert hier. Das ist schon mal schön. Ich glaube, ich muss einfach eher das Seil dann hier spannen. Zack. Ich muss eher rüber. Ja. So, und jetzt rum, 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 rum. Was steht denn da wegen F? Nein, das war blöd. Und schon wieder krepiert. Alter, es klappt einfach nicht. Price Clutch, das freut mich, dass Orcs Must Die, dass dir Orcs Must Die gefällt. Hallo, Alexander Tanne. Der Typ, oder besser gesagt, der Abonnent mit dem... Ich muss nochmal hier oben gucken, ob die Münzen noch... Nee. Aber hier ist eine Karte, die habe ich noch übersehen. Der Abonnent mit dem wahrscheinlich schönsten Vornamen. Fern der Heimat sein, aber das macht uns nicht zu Barbaren. Wenn unsere Lieben sterben, wie viel zu viele in letzter Zeit, erweisen wir ihnen den gebührenden Respekt. Als wir keinen Weinberg hatten, um Wein herzustellen, wuschen wir die Toten mit Seewasser. Als wir keine Webstühle für die Leichentücher hatten, wickelten wir die Verstorbenen in Häute und Felle. Wir besaßen kaum Münzen, doch jetzt schmieden wir eigene, damit unsere Toten die Überfahrt in die nächste Welt bezahlen können. Ich wünschte nur, der Preis wäre nicht so hoch. Danke, Herr Feige, dass ich jetzt gerade hier... Er wünscht mir einen Prost. Sehr nett. Aha, da ist, kommt das eine Boot komischerweise sogar wieder. Aber warum krepiert sie, wenn sie auf dem anderen Boot ist? Hm. Also jetzt müssen wir mal gucken. Da ist das Boot. Ja, ich muss da rüber. Ist ja klar. Mal was ganz Blödes. Was ist denn, wenn ich so mache? Gar nichts. Ha. Jetzt ist das Boot hier drüben angekommen. Was ist, wenn ich das Boot denn rüberziehe? Hier, zack. Komm, komm mal her. Ha. Die Frage von Alexander Tanne, wie geht's dir so? Ja, Mensch, was soll ich sagen? Muss, muss, ne? Nee, es muss mit diesem Boot zu tun haben. Also, gibt nichts, was, gerade irgendwie negativ ist, Alter. Alles gut. Das Problem ist, dass da drüben das Teil zerbricht. So, jetzt holen wir mal das Boot hier. Oh! Nein, 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 nein! Oh Mann, wie kacke ist das denn? Wie oft sollen wir denn den Tod noch sehen? Meine Fresse! Das kann doch nicht wahr sein. Es muss ja mit dem anderen Boot zu tun haben. Zack, rüber, zack, ran. Das Einzige, was mir einfällt, ist, weil das zerbricht, relativ schnell. So. Zack. Und jetzt machen wir mal hier. Und wickeln und wickeln und wickeln. Ah, seht ihr, das habe ich vorher nicht gemacht. Oh, ich Vollidiot. So. Oh, alles klar. Ey, so blöd muss man aber auch erstmal sein. Weil ich immer F aus Versehen gedrückt habe, weil bei F ist Nahkampf. Und da war dieses Symbol zum Reinstecken. Und da habe ich es ein bisschen verkackt. Das tut mir leid. Kann man eigentlich auch solche Krüge? Nein, kann man nicht zerstören. Das ist natürlich ärgerlich. Aber hier ist so ein Ding. Interessant. Die haben ihre Toten einbalsamiert? Interessant. Hier gibt es eine Kiste. Wollen wir mal hineingucken, Lara? Ich hoffe, ich kriege noch die ganze Steuerung hin. Jetzt echt so viel Battlefield gedaddelt. Karte aktualisiert. Danke sehr, Hillbilly. Du, ich sehe, du bist bei einem sehr, sehr coolen Clan. Ich hoffe, da werde ich auch irgendwann mal Mitglied bei Impuls. Impuls finde ich ist großartig. Kelch, gefertigt für einen König oder einen Propheten. Oh. Er wurde hier hergestellt, in Kitesh. Seht ihr, was ich meine, warum das echt toll ist? Dass alleine hier solche Abschürfungen unten drinne animiert sind, ja? Und auch dieser Lichteinfall und so.
Alleine das macht hier oder hier, dieses Metall, das macht's großartig. Das macht's wirklich, wirklich großartig. So, das nehmen wir noch mit. Und hier vorne jetzt eine neue Fähigkeit. Achso, und ja, Hilly, die Nacht mit dir war wunderschön. Darauf nochmal ein Schlückchen. Die so schön hat geprickelt in deine Bauchnabel. So, welche Fähigkeit haben wir erhalten? Es ist Anatomiekenntnisse. Töten Sie Feinde schneller. Nein. Oh, gar nicht so schlecht. Spüren Sie die Position von Tierherzen, wenn Sie Überlebensinstinkte benutzen oder auf Beute zielen. Schüsse auf Tierherzen richten großen Schaden an. Tiere mit dickem Fell. Tiere mit dickem Fell, Bären oder Großkatzen sind gegen Herzschüsse immun. Drücken Sie Q, Überlebensinstinkt. Ist so ein bisschen was von diesem neuen PS4-Spiel Zero Dawn. Da muss man ja auch die Gegner scannen, um herauszufinden, wo deren Schwachstelle ist. Finde ich sehr, sehr cool sowas. Ja, nochmal hier, hau rein da. Ja, dann halt nochmal, alle guten Dinge sind drei. Klack. Wir nehmen aber keine Cheater. Du dumme Fotze. Illy erträgt es nicht. Er erträgt es einfach nicht, wenn man besser ist als er in Rainbow Six. Er erträgt es nicht. So, wollen wir mal hier gucken, ob irgendwas unter Wasser ist. Aber weißt du, Hilly, deswegen gibt es hier auch Singleplayer-Spiele. Da kann ich einfach so beweisen, wie scheiße ich bin. Und ganz ehrlich, ey, der Anfang war schon scheiße. Bin ich ja ehrlich. Bin ja hier gut krepiert bei dem blöden Wasser. So, jetzt muss ich aber wirklich scharf überlegen, was als nächstes dran ist. Jetzt mal gucken. Ich muss erst mal... Hier, nochmal, Überlebensinstinkt zeigt mir nichts an. Wo muss ich hin? Ich muss hier hinten hin. Das ist mein Wegweiser. Da soll ich hin. Aktuelles Ziel. So. Aber dann bin ich doch hier falsch. Von hier bin ich doch dann eigentlich gekommen. Alex, was hältst du von Marcel Hese? Oder wie der heißt? Da musst du mir jetzt ganz kurz mal helfen, was du damit meinst. Wer das ist? Ich habe keine Ahnung. Nee, hey, warte mal. Das ist ein zweiter Eingang. Ist das dieser... Ich habe heute wieder Anmo gelockt und habe die Grafik etwas runtergestellt und es läuft flüssiger. Ist das dieser, der diesen 19-Jährigen... dieser 19-Jährige, der irgendwelche Kinder knickknack kaputt gemacht hat? Der wurde gefasst. Ja, meine Frau hat mir das eben gerade erzählt. Ganz ehrlich, ich habe bis heute davon gar nicht viel gewusst, weil ich in letzter Zeit nicht viel Nachrichten mitgekriegt habe. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Kindsmörder sind absolute Scheiße, brauchen wir nicht drüber reden, denke ich mal. Und, ich muss jetzt hier raus, erstmal. Also was, ich habe keine Meinung dazu. Jeder, der sich an Schwächeren vergreift und diese tötet, ist ein Arschloch, ne? Braucht man nicht drüber reden. Von wo bin ich denn bitte gekommen? Nochmal die Karte. Ja, tolle Wurst. Ich komme hier gerade nicht raus. Komm hier nicht raus. Weil ich gerade nicht weiß, wo es lang geht. Also ich muss noch mal kurz gucken. Bin ich da von da oben? Nein. Da aus dem Wasser bin ich auch nicht gekommen. Habe ich irgendwas von da hinten verpasst? Nochmal rüberschwimmen. Alter, natürlich, hier bin ich durchgehüpft. Hier. Jetzt weiß ich's wieder. Ah, oh, habe ich vorhin nicht wahrgenommen. Okay, alles klar. Yep. Komm hoch hier. Aber was meinst du jetzt eher mit meiner Meinung? Was Menschen dazu veranlasst, Kinder zu ermorden? Das weiß ich nämlich selber nicht. Da habe ich keine Meinung zu, außer dass man es natürlich nicht macht. Was muss bei denen schiefgelaufen sein, wenn die sich an wehrlosen kleinen Kindern vergreifen? Das gleiche gilt auch für Pädophile. Da habe ich kein Verständnis für. Ich bin selber Vater von zwei Kindern, wie ihr wahrscheinlich wisst. Keine Ahnung, was möchtest du jetzt hören? Also, wie man mit solchen Menschen dann umgeht? Ich bin zum Beispiel kein Freund davon, der so schreit, Todesstrafe für Kinderficker. Ich finde, man muss diesen Menschen eher helfen und müsste auf den Ursprung gehen, warum sie so denken. Ich meine, es gibt ganz viele pädophile Menschen,
die so gar nicht sein wollen. Die haben diese Gelüste. Ja, ich habe mal so eine Reportage gesehen über Pädophile. Die haben diese Gelüste und wollen das aber gar nicht. Aber sie können damit auch nicht umgehen. Sie können das nicht, wie soll ich sagen, sie können sich davor nicht wehren, dass sie, keine Ahnung, der eine hat gesagt, der hat früher so einen Otto- oder Neckermann-Katalog durchgeblättert und, naja, fand es halt immer erotisch, wenn da irgendwie Kindermode war. Es ist schlimm, wenn Menschen so drauf sind, aber man muss ja herausfinden, warum sind sie so drauf. Und bei ganz vielen ist da natürlich auch so gut wie gar nichts richtig gelaufen in der Kindheit, muss man einfach mal so sehen. Kein Mensch ist von Anfang an so. Tja, was möchtest du hören? Das ist so meine Meinung. Also, wenn da Leute rufen Schwanz ab und umbringen, ist das falsch. Es ist eine psychische Erkrankung und dagegen muss man was machen und man muss diesen Menschen helfen. So, aber man sollte sie definitiv nicht weiterhin auf die Menschheit loslassen. Das ist schon richtig. Weil viele sagen auch, es gibt keine Rezialisierung. Nee, wie heißt denn das jetzt scheiße? Keine Spur von ihren Leuten. Rehabilität? Rehabilitation? Sie hat sie vielleicht in die Katakomben unter dem Turm gebracht. Aber ich erreiche sie nicht. Okay, dann suche ich dort nach ihr. Mal hier unten gucken, ob hier ein Geheimnis ist. Wir haben fast alle Verletzten evakuiert. Ich stoße bald zu ihnen. Alter! Ich habe was Geheimes gefunden. Wir haben von der Ankunft des Propheten in Konstantinopel gehört, ihr aber keine Beachtung geschenkt. Die große Stadt hat schon immer Wahnsinnige und Scharlatane angezogen. Wir hörten von den wundersamen Taten des Propheten, suchten ihn aber nicht auf. Doch dann hörten wir, wie seine von reiner Wahrheit erfüllten Worte durch das Konstantinsforum hallten. Er behauptete, nicht für Gott zu sprechen. Und dass kein Mensch dies könne. Seine Weisheit war offenkundig. Und niemand im Forum konnte leugnen, dass er die Wahrheit sprach. Ich muss mehr über ihn erfahren. Ich muss ihm wieder zuhören. Hilly hat's geschrieben. Sozialisierung. Okay. Aber man muss diesen, also, wie gesagt, man muss denen helfen. Und du hast da drüber geschrieben, Price Clutch. Ja, es gab auch Leute, die das unterstützt hatten, was er getan hat. Jetzt würde mich mal ganz kurz interessieren, was ist da ganz genau vorgefallen? Wie gesagt, ich habe das nur am Rande mitgekriegt und habe mich nicht damit stärker beschäftigt. Ich bin ganz, ganz ehrlich, ja. Also da bin ich nicht up to date. Was ist da ganz genau vorgefallen? Ich weiß, er hat ein Kind ermordet. Also was schon schlimm genug ist, da brauchen wir nicht drüber sprechen, ne? Aber was ist da vorgefallen? Warum finden Leute gut, was er getan hat? Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Kein Mensch findet es gut, wenn Kinder ermordet werden. Außer, hoffentlich jetzt nicht allzu großer Spoiler, aber es müsste Staffel 3 oder so gewesen sein bei Game of Thrones, die Ermordung von dem König Joffrey. Das ist ultra gut gewesen. Da habe ich mich über den Tod eines Kindes gefreut. Und das tut mir echt total leid. Aber wenn man so einen Charakter in der Serie hat, den man überhaupt nicht mag, tja, zack, boom, war er tot. Und ich habe echt gejubelt zu Hause. Echt fies, ja, ich weiß, macht man nicht. Ey, das ist echt kein Spoiler, Digga, wir sind jetzt schon bei Staffel 7. Ich habe Game of Thrones noch nicht gesehen. Hast du Pech gehabt? Das ist Staffel 2 oder sowas, oder Staffel 3, ich bin mir nicht ganz sicher. Und wir sind jetzt schon bei Staffel 7. Tut mir leid. Jeder, der sich ein bisschen mit Game of Thrones beschäftigt, weiß das. Also tut mir leid. Nicht weinen. Oh, ich höre Krieg. Ich höre Krieg, ich komme. Oh, ich sehe Krieg. Es geht los. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Wir müssen töten ganz viele Menschen. Munikiste voll. Immer checken, dass man nichts übersieht. Oh Gott, nein. Hier, da hinten. Schnell noch nebenbei ein bisschen looten. Der hat halt ein Kind in den Keller gelockt und getötet, weil er keinen Bock auf Arbeit und so hatte. Und dann hat er bei der Flucht noch zwei mehr getötet. Wie, er hatte keinen Bock auf Arbeit? Das war der Kindergärtner oder was? Das muss. Bisschen genauer, bitte. Wenn wir hier schon so ein hartes Thema anstoßen. Dann müssen wir genauer darüber sprechen. Also das reicht mir nicht. Er hätte keinen Bock auf Arbeit. Wo kommen wir denn da hin, wenn man keinen Bock auf Arbeit hat?
Ich habe auch keinen Bock auf Arbeiten, töte keine Kinder. Also schon habe ich Bock zu arbeiten, aber ihr wisst schon, wie ich meine. Byzanz hierher. Sie durchwanderten eine Wildnis, die sie fast umbrachte, aber sie überlebten und fanden dieses Tal. Und wie ehrten sie dieses Geschenk Gottes? Indem sie den Bergen Steine entrissen und ein neues Reich erbauten. Ein höhnisches Abbild dessen, was sie fast vernichtet hätte. Aber wie beim Turmbau zu Babel hielt Gott es für angebracht, uns Demut zu lehren. Wir lernten, auf das Land zu hören und wurden Hüter statt Eroberer. Dafür zeigte das Land uns seine Geheimnisse. Ihr müsst nur zuhören. Ihr müsst nur zuhören. Jetzt kommt's. Ich dachte, er sagt's gar nicht mehr. Jetzt mal ohne Scheiß. Also der Zusammenhang gerade erschließt sich mir nicht. Alles voll, alles voll, alles voll. Ah, jetzt habe ich einen Feuerpfeil gemacht. Okay, so war das. Ach so. Ja, der meint irgendwie in so einer Nachricht, muss morgen Bewerbung schreiben, hab keinen Bock. Eigentlich wollte ich ein Mädchen reinlocken und die noch vergewaltigen und die Gedärme rausziehen. Ja, krasser Move, aber jetzt nochmal Ernsthaftigkeit, ja. Das macht man nicht, ja. Warum? Warum will er, anstatt eine Bewerbung zu schreiben, Mädchen ermorden und schreibt das in einer Nachricht? Vielleicht an seine Freunde oder sowas? Keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich kenne mich mit dem Fall nicht aus. Halt weiß nicht, ob das was mit der Arbeit zu tun hat. Okay, aber erklärt's mir echt mal. Ich verstehe den ganzen Zusammenhang nicht. Man tötet keine Menschen, nur weil man keinen Bock hat zu arbeiten. Was soll denn die Scheiße? Ach, hier unten ist. So, machen wir jetzt nochmal ein paar Pfeile. Hier ans Lager gehen, damit es aktiviert ist. Ich will antworten, aber welche Wahl habe ich jetzt? Ich kann Trinity diese Leute nicht auslöschen lassen. Es gibt Grenzen, die ich vor langer Zeit überschritten habe, und es gibt kein Zurück. Kein Löschen der Vergangenheit. Sie ist immer bei mir. Ich muss ihnen helfen. Es ist klar, dass Jacobs Leute für ihn sterben würden und er für sie. Solche Loyalität ist selten. Und sie hier zu finden am Ende der Welt ist wirklich erstaunlich. Wenn ich für sie kämpfe, vertraut Jacob mir vielleicht genug, um mir alles zu erzählen. Ich muss ganz kurz meiner Frau antworten. Ob ich morgen ein Stream um 20 Uhr beginnen kann? Morgen ist sowas wie... Also sowas von unrealistisch 20 Uhr. Weil ich morgen um 19 Uhr bereits zum Tischtennis gehe. Wir haben morgen ein Punktspiel. Und so Punktspiele können mal eiskalt bis 12 Uhr nachts dauern, wenn man Pech hat. Eine Reliquienkiste. Sie wurde verwendet, um Reliquien der Heiligen aufzubewahren. Zum Beispiel Zähne, Finger oder sogar den ganzen Kopf. Scheint eine Reliquie des Propheten zu sein. So, ich muss dieses Ding untersuchen. Mal gucken, ob man es wieder hört. Jetzt. Sie ist leer. Aber mir fehlt ja so ein bisschen, dass man vielleicht was abschaben könnte oder sowas. Also nochmal zum Livestream. 20 Uhr ist morgen super unrealistisch. Ob ich morgen überhaupt daddel, muss ich sehen. Was wollte ich noch sagen? Ob ich es vielleicht am Wochenende vielleicht mal schaffe, Samstag oder Sonntag, vielleicht mal eher einen Stream zu beginnen, kann ich auch noch nicht sagen, weil, also ich habe dieses Wochenende freies Wochenende, werde auch Lego Batman gucken, jetzt am Samstag, freue ich mich schon tierisch drauf, gehe ich mit meinem Sohn ins Kino, aber wie es dann abends mit Daddeln aussieht, kann ich leider noch nicht sagen. Wie gesagt, Familie und YouTube, schwer. Nicht schießen! Oh, Arschlöcher. Ein Verfehl. Ab jetzt sei gründlicher. Wir haben keinen Kontakt! Na, wie viele habe ich jetzt direkt den Schädel geschafft? Fehlt noch wer? Habe ich was übersehen? Das war ordentlich, was ich gerade gemacht habe. Aber hallo, war das ordentlich. Oh, oh, oh. Stimmt, lieber mehr Zylinder statt Kinder? Zylinder statt Kinder? Das verstehe ich nicht. Was ich noch sagen wollte, deswegen ist das Livestream halt auch echt immer so ein Problem. Analoge Videos, also Videos, die ich ganz locker bei YouTube online stelle, sind halt leichter zu machen.
weil ich ja die machen kann, wann ich will, und dann kommen die einfach zum Zeitpunkt online. Und beim Stream ist nun mal, nee, es ist schon im Namen drin, es ist nun mal live. Es tut mir echt leid für euch, aber kann ich leider nicht immer mit dienen, dass ich eure Zeiten, also ich würde gerne um 20 Uhr schon mal anfangen mit sowas. Obwohl auch ganz oft, das kommt auch noch hinzu, um 20 Uhr bei mir das Internet noch ein bisschen am Rumspacken. Da ist es am Rumspacken. Da läuft es nicht so flüssig. Ja. Jetzt gucken wir mal. Ich will mal die AK nehmen. Okay, langsam hinterher. Ja, jetzt mit dem Killermesser geht ab. So, nochmal Killermesser. Drei Stück, zack, zack, zack. Multikill. Oh, mit meinem Auto habe ich heute auch Probleme, ey. Ich habe keine Ahnung, ob sie... heißt, glaube ich, Landersonde oder so. Ich habe nicht allzu viel Ahnung von Autos. Ich habe einen Diesel mit, also, mit hier, wie heißt es? Also einen Turbo-Diesel habe ich. Und heute wollte der überhaupt nicht richtig zünden. Ich weiß nicht, ob da der Turbo im Arsch ist, ob da... irgendwie der Ansaugdruck fehlt oder sowas. Oh fuck, ich habe nicht aufgepasst. Oder war das Absicht? Sollte ich hier runterfallen? Ah, kotzt mich das an. Montag kann ich das Auto schon wieder. Diese Mistkerle sind raffiniert. Jemand ist hier! Kann ich Montag schon wieder mein Auto in die Werkstatt bringen, ey? Das kotzt mich an. Lambda-Sonne. Ich dachte, das heißt Lambda irgendwie. Irgendwie so. Ich, wie gesagt, kein Plan davon. Mal hier hinten gucken. Ich sag mal Nacht und einen schönen Abend noch. Muss morgen um 6 Uhr aus den Federn, bin total müde. Jo, du kannst ja den Rest, lieber Herr Tanne, kannst du ja dann online sehen auf meinem Kanal. Und genauso ist es auch für euch, die nicht live beim Stream dabei sein können. Okay, immer alles auf dem Kanal. Ich verrate euch gar nichts. Weißt du, ich glaube dir. Darum werden wir dich weiter prügeln, bis du aufhörst zu atmen. So weißt du ja nicht. Wir werden angegriffen. Ich hab... Nur du. Na, hab ihn gerettet. Scheine. Wind mich los. Ich werde jeden Einzelnen kalt machen. Ruhig, Sophia. Alter, super, das durchgekommen. Ist ein Blutbad. Sie verlieren zu viele Leute. Auch Herr Feige findet's gut. Vielleicht haben deine Leute jetzt genug geopfert. Das ist unser Schicksal. Wasserhalle. Ich habe mich in dir geirrt. Hab noch Cola. Sag mir, wie ich euch helfen kann. Ich muss die übrigen in Sicherheit bringen. Aber der Katakombeneingang ist dicht. Ich werde ihn freiräumen. Ah, hat man eben schon gesehen. Ah, die Soldaten sind leider nicht mehr. Ah, da gibt's auch noch Geld. Die Soldaten sind schon weg, da hätte ich noch was klauen können. So, los, hau drauf. So, weiter geht's. Bring dich hier weg. Halt durch. Einfach nur runter? Scheint so. Dieses Wandbild zeigt den Moment, als sie das Tal fanden. Oh, sehr dunkel. Das muss wie ein Paradies gewirkt haben. So, hier hoch mit nassen Schuhen. Eigentlich nicht so gut, aber das interessiert die Spielmechanik nicht. So. Oh, sehr schön. Da ist sie. Vielleicht bekomme ich sie von hier aus auf. Die Katakomben. Ach, das sind keine. Oh, langsam. Eine Art Waffenlager. Na, was finden wir hier Schönes? Das sollte gehen. Oh, cool. Ich drücke dir die Daumen für den Wettkampf morgen. Viel Glück. Ja, danke dir, aber das wird morgen nicht gut. Kann ich jetzt schon sagen. Wir haben in der Hinrunde haben wir nur gegen dieses Team. Boah, lasst mich nicht lügen. 3 oder 4 Punkte geholt. Die sind unglaublich gut. Die haben. Ein alter Hirschtalisman aus einem Hirschgeweih geschnitzt. Das war vielleicht ein wichtiges Objekt oder ein Spielzeug.
Die haben einen Trainer, der, oder die, also da müsst ihr euch vorstellen, die Spieler von diesem Verein bezahlen dafür, dass ein Bundesliga-Tischtennistrainer da kommt, einmal die Woche. Also das ist halt auch nicht günstig, ne? Aber der kommt hin und trainiert die gesamten Leute so im halbstündigen Takt einmal auf Bundes... Weg von der Tür! Ja, geht mal weg von der Tür. Mit mittlerer Maustaste Granatpfeile... Ja... Achso, nee, muss ich ja erst so machen. Boom. Und also, die sind einfach top. Ja, die sind wirklich, wirklich top. Und das ist ein neues Team, was sich da gebildet hat. Und die wurden gleich von Anfang an richtig top trainiert. In den Katakomben sind sie erstmal sicher. Ich weiß, dass du die göttliche Quelle suchst. Aber die werden auch aufsteigen nach der Saison, da bin ich mir ganz sicher. Dein Volk ist dem Tod schon sehr nah. Ihr könnt sie nicht ewig beschützen. Wir haben lange durchgehalten. Aber erstmal bin ich froh, dass du für aber danke. Bist. Sie nähern sich jetzt dem Turm. Da sind noch Leute drin. So, wir werden noch die anderen in Sicherheit. Die Arschkühe jetzt endlich sie mal killen. Dich. Das geht ja so nicht weiter. Sind wir RB Leipzig oder was? Nein, 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 nein. Ohne Sponsor. Die machen das selber. Ja, mit ihrem eigenen Geld bezahlen sie diesen Trainer noch zusätzlich zu ihrem normalen Training einmal die Woche. Der kommt dann extra und, wie gesagt, trainiert die. Das ist nicht wie RB Leipzig. Verstehe ich. Sie erzählt von etwas Verborgenem. RB Leipzig hat ja Red Bull in der Hinterhand. Und bei denen ist es halt wirklich so, das machen die aus eigenen freien Stücken. Ich weiß nicht, was da jeder Einzelne bezahlt. Der gefürchtete Tag ist gekommen. Es ist nicht mehr abzustreiten. Die Helikopter, die wir beim letzten Sonnenuntergang sahen, sind der Beginn einer neuen Invasion. Wir sind im Schatten der Kämpfe unserer Eltern aufgewachsen. Jetzt haben wir wohl unsere eigenen. Aber die heilige Pflicht muss erfüllt werden. Wir müssen die Quelle der Gnade Gottes auf Erden beschützen. Beschützen. Ja, wie gesagt, also, das wird morgen nicht viel. Ich habe nur zweimal die Woche Zeit, zum Training zu gehen, beziehungsweise halt ein Punktspiel zu machen, einmal Training. Aufgrund meiner Arbeitszeiten. Die Flora unseres Tals, von den großen Bäumen bis zu den kleinen... Wir hören das nochmal zu. ...war unseren Vorfahren fremd, als sie hier ankamen. Es brauchte Zeit und Tragödien, die Sprache des Landes zu lernen. Da sage ich gleich was zu, Heli. Jetzt geben wir das Wissen jeder Generation weiter. Die Erde gibt uns, was wir brauchen. Es gibt das Heilkraut, das ihr bei Wasserquellen und in geschützten Buchten finden könnt. Das Birkenholz des Waldes, gerade und fest... kann gesammelt und für Pfeile genutzt werden. Und die Fliegenpilze, die ihr an faulendem Holz oder an dunklen, feuchten Orten findet, ergeben ein starkes Gift. Beim Tischtennis zu cheaten ist natürlich relativ unmöglich, außer, und das empfinde ich wirklich so ein bisschen als Cheaten, also ich habe normale Belege, ja, ganz normale Belege, mit denen man Topspin zieht, mit denen man Konter macht, mit denen man Unterschnitt spielt, etc. pp. Aber ich finde dieses ganze Hardware-Gescheite, und also ich will es nicht so nennen, aber wenn Leute mit Noppen spielen, mit Anti-Belegen und so weiter, das ist, der Alex hat immer einen zweiten Ball im Ärmel. Das bringt auch nichts. Wie, der war nicht aus, hier ist er doch noch. Hör mal nicht rum. Ich bin hier, aber wir stehen unter Helikopter. Eine päpstliche Bulle. Das Bleisiegel beweist die Echtheit eines Dokuments. Titus. Es muss zu etwas sehr Wichtigem gehören. Zum Beispiel einem Erlass der Exkommunikation. Also ich finde halt wirklich, dass dieses Hardware-Geschieht, das geht mir tierisch auf die Eier. Oh, sei nicht so, Lara. Hoch mit dir. Achso, hier. Nee, hier wieder den Bogen. Wow, was war das denn? Das ging aber gerade flott. Ein schöner Dampf von dir, ja, ja. Gerne. Make Fett an dem Ball. Na nun. Mach. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh, leck mich doch. Ah, drücke E zum Heilen. Alter, jetzt komme ich hier nicht lang. Alter, hör doch auf. Die sind gepanzert, die Arschlöcher. Oh. Leck mich, leck mich, leck mich. Okay, wir nehmen die Knarre.
Oh, 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 oh. V halten. Haben wir noch nie gebraucht, das Bandagieren, aber mal nicht verkehrt. Ohohoho. So, wo sind sie? Da. Der da war schon tot, ne? Ja. Wow, wie lange sie jetzt das halten kann, wie nenne ich es denn am besten? Hier diesen Überlebensinstinkt gerade halten konnte. Dafür, dass ich Gegner dann hinter solchen Sachen sehen kann. Oder besser sehen kann. Da oben ist ein Fass, wir werden es sicher gleich benutzen. Runter! Entdeckung! Oh, jetzt geht's hier auf Hardcore-Geballer. Das war natürlich im Vorgängerteil noch ein bisschen heaviger. Der gehört zu mir, oder? Nee, gehört er nicht. So, wir rushen hier durch. Nachladen. In die Fresse. Oh, der hat den Helm auf. Verrecke. Ich muss auch mal nachladen. Ich will nicht, dass ich noch irgendein Geheimnis übersehe. Da, seht ihr? Auch wenn wir im Krieg sind, wir müssen daran. Gebrauch unsicher. Dieses Objekt kann nicht verwendet werden, wenn Feinde in der Nähe sind. Oh, wo sind denn noch Feinde? Ich sehe doch gar keine. Ich will jetzt hier ran. So blöder Pansen. Ich hab's doch gerade hier blinken gesehen. Drücke. Alter. Okay, irgendwo ist hier noch ein Feind, den ich jetzt erstmal erledigen muss. Ich sehe keinen. Oh. Videosequenz. Jacob, sieht aus, als hätten wir die Oberhand. Gut gemacht. Die Helikopter müssen weiter. Oh. Sie sind hier. Alex, was ist eigentlich Impuls? Sehr gute Frage, Price Clutch. Impuls, ja? Geschafft. Impuls ist mehr als nur ein Clan. Impuls ist meine Jugend, meine Kindheit, mein Freundeskreis. Bist du da? Trinity überrennt den Turm. Wir sitzen unten in den Katakomben fest. Verdammt, haltet durch. Schon unterwegs. Zerschießen Sie alle versteckten Funkgeräte. Abgeschlossen. Ne, 6 Stück fehlen noch. Jetzt kann ich aber nochmal zurück. Mein Vater wird vermisst. Erkläre ich gleich, was Impuls ist. Ich habe ihm von den Invasoren erzählt und den Waffen, die sie verwenden. Bei Sonnenaufgang war er fort. Cyril sagte mir, er würde zurückkehren. Aber der Tag ist fast um und niemand hat ihn gesehen. Ich fürchte, dieser Dummkopf hat etwas Unüberlegtes getan. Wir brauchen ihn. Jetzt mehr als je zuvor. Jetzt mehr als je zuvor. Also, Impuls ist der Clan, in dem auch der Hillbilly ist, wie man gerade sieht an seinem Namen. Das ist der Clan von ein paar Freunden und mir, gegründet 2000 und... Oh Gott, jetzt müsste ich lügen. 1 oder 2? Oh, ich glaube eigentlich 2002 haben wir ihn gegründet. Oder haben wir ihn 2000... Nee, wir haben ihn 2001 gegründet, um Gottes Willen. Und ich gehörte halt mit zur ersten Riege, das war ein Clan, der nur hier aus meinem Heimatdorf kommt und nur aus Leuten, die hier aus diesem Heimatdorf kommen. Und damit haben wir es damals geschafft, bei Medal of Honor, ne, das alte Elliot Assault, mehrfach über Jahre hinweg Platz 1 in Deutschland zu sein. Was natürlich für einen Clan, der komplett nur aus Freunden besteht und nur aus einem Dorf, was ganz Besonderes ist. Ah, ich wollte gerade rüber. Oh nein, nicht schon wieder so ein Schild-Heini. Hin. Bam, in die Fresse. Arschloch. Das ist Impuls. Also Impuls ist halt der Clan von meinen Freunden und mir. Und irgendwann haben wir den Clan halt auch aufgemacht für Leute komplett aus Deutschland. Und wir haben da Leute aus München, aus... Früher waren ganz viele sogar aus Hamburg, Berlin. Mädels, wir hatten Mädels, die da mitgespielt haben. Hier ist Team 5. Wir gehen jetzt in die Katakomben. Wir brauchen Verstärkung hier. Verstanden. Schon unterwegs. Werfen wir doch einfach ein paar... Ja.
alle im Arsch. Oh ja, das bin ich. Wo habe ich denn... Ah, da. Oh, fuck. Oh, warum geht denn das nicht in den Schädel? Jetzt in den Schädel. Ohoho. Aber Impuls war halt mal aktiver, ja? Also wir haben fast alle Kinder, haben keine Zeit mehr großartig, um an Ligen teilzunehmen. Wir haben es immer mal wieder versucht, ESL etc. pp. Aber wir merken halt auch, wir sind nicht jünger geworden, wir sind älter geworden. Und als wir halt früher 14, 15 waren, die Reflexe fehlen uns heute halt auch. Aber wie gesagt, waren halt wirklich mal... Quatsch, in Schädel. Oh, ich muss nachladen. Fick dich. So, hab ich dich. Hier waren noch gerade Münzen, oder bin ich blöd? Oh, da kommt irgend... Oh, oh, oh. Feind entdeckt. So, jetzt nehmen wir hier nochmal... Oh, scheiße. Erstmal den Dumpy da. Hier, los. Oh, weg, 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 weg. Oh, scheiße, der haut mich. Wieder nach oben. Oh, getroffen. V gedrückt halten. Oh, sehr gut. Hier, ich bringe euch in die ESL. Nein, nein, Price Clutch. Jacob. ESL, die Zeiten sind vorbei. Sie sind weg. Ich fürchte, dieser Kampf ist längst nicht vorbei. Erzählen Sie mir mehr über diesen Ort. Das haben Sie verdient. Kommen Sie mit. Zeit brachte unser Prophet die göttliche Quelle in dieses Tal. Meine Vorfahren bauten Kitesh, um sie vor der Außenwelt zu schützen. Wozu denn? Was ist die göttliche Quelle, Jacob? Ein Artefakt aus längst vergessenen Zeiten. Wir glauben, darin ist ein Fragment der Seele Gottes. Der Legende nach erhielten jene, die die Quelle erblickten, die Unsterblichkeit. Aber schon immer wurden auch andere angelockt von ihrer Macht. Trinity. Ja. Sie wollen ihre Dunkelheit über die Welt bringen. Mit der Quelle wären ihre Soldaten unbesiegbar. Helfen Sie mir, sie zu finden, bevor Sie es tun. Das ist nicht Ihre Bürde. Doch natürlich. Mein Vater ist dafür gestorben. Sie können ihre innere Leere nicht füllen, Lara. Sie können sie nur freigeben. Ich werde sie finden. Mit oder ohne Hilfe. Impuls gegen die Welt. Ja, so heißt auch eine Reihe meiner Videos. Und Hilly schreibt gerade, ich war das Null Pro Ultra bei Impuls. Besser Warte, wird's nicht. Sophia, lass mich Null gehen. Pro. Ich muss tun, was ich kann. Du Non Plus Ultra, Alter. Ich will dir helfen. Du weißt, wo der Atlas ist? Die Kathedrale. Die unterirdischen Archive. Aber dahin folgen wir dir nicht. Wieso? Was finde ich dort? Da sind andere. Die Unsterblichen. Sie töten jeden Eindringling. Mein Vater glaubt, sie werden Trinity stoppen. Darauf kann ich nicht warten. Ich weiß. Hier. Nimm das. Damit schaffst du es zur Kathedrale. Jawohl, haben wir jetzt einen Enterhaken? So, pju. Voll geil. Dann muss man noch sagen, wir waren den letzten großen Erfolg hatten wir mit Black Ops 1. Da haben wir es geschafft, eine oder zwei Wochen bei Black Ops in der ESL. Da haben wir Platz 3, konnten wir zwei Wochen konnten wir das halten, oder war es ein Monat?
dass man diesen Erfolg gekriegt hat. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Was? Drücke in der Luft E, um die Hakenachse einzusetzen. Na, probieren wir's. Wowie. Geiler Scheiß. Und ja, also wie gesagt, die Zeiten sind vorbei und das wissen wir. Das wissen wir einfach. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Eine Kante greifen, werfen Sie die Hakenaxt im Sprung. Um weit entfernte Kanten so. Oh Gott. Alter, jetzt muss man aber echt komplett umdenken. Aber wirklich komplett umdenken. Ja, muss mal gucken. ESL, Black Ops 1, Impuls. Wirst du finden. Und wir haben gelernt zu überleben und zu bestehen. Öl brodelt von unten herauf. Man findet es an tiefen Orten, in Höhlen und den Gräbern unserer Ahnen. Und es brennt ohne große Mühe. In Kriegszeiten bestreichen wir Pfeile damit, sodass sie brennen. Noch tiefer findet man Metall, in tiefen, glänzenden Adern, aus denen Erz abgebaut werden kann. Aus dem Metall schmieden wir Werkzeuge. Aber eines Tages werden wir es brauchen, um die Sowjetwaffen zu reparieren. In Harmonie mit dem Land zu leben, bedeutet selten Harmonie mit unseren Mitmenschen. Mit unseren Mitmenschen. Und was halt auch ganz geil war, und deswegen sage ich, Impuls ist mehr als ein Clan, sondern halt unsere Jugend, unser ja, irgendwas. Boah, reingehakt. Hat geklappt. Ihr müsst euch vorstellen, ey, wir waren dann gerade irgendwann dann so um die 18, die ersten Autos waren so am Start und dann sind wir auf große LANs gefahren und es gab eine ganz, ganz große, wirklich nur reine Medal of Honor LAN, wo man diese ganzen Clans dann endlich mal getroffen hat, die einen im Internet immer als Cheater bezeichnet haben, ne? Und da war es dann so, dass wir dann da die Turniere mitgespielt haben und dann auch im Finale waren. Aber nicht alle von uns, wir wurden auch ein bisschen aufgeteilt, das war so ganz strange. Und der Beste von uns, damals in Medal of Honor, das war der Kev, der Emnem, der hat ja mit in diesem Finale gespielt und wir anderen waren so draußen und da war eine fette Leinwand und dann konnte man halt dieses Finale sehen und hinter Kev standen, weiß ich nicht, 10, 15 Leute, die dann immer wieder so auf die Monitore geguckt haben und haben gesagt, das geht doch gar nicht, das geht doch gar nicht. Ja, und die haben halt gesehen, dass wir halt nicht cheaten. Und wir hatten halt immer Leute hinter uns. Das war so krass. Trinity ist da überall. Auch wie wir da begrüßt wurden. Mega krass. Wenn man da so reinkommt, da sind so zwischen 300 und 400 Leute. Oder nee, mehr waren es auf der ersten, glaube ich, nicht. Auf der zweiten waren es mehr. Da waren es, glaube ich, 450. Ich weiß es nicht genau. So, und du kommst rein. Und wir hatten natürlich unsere T-Shirts, ne? So mit Impuls und so ein Gedöns. Nicht jeder, aber ich hatte damals schon welche. Und dann, oh, da sind sie ja, die Cheater, die Impulser. Und dann haben die gesehen, wie wir spielen und dann war vorbei. Mega geil sowas. Also das sind so Gefühle, so dass das Gewalt werde ich nie wieder in meinem Leben erleben. Jacobs Leute haben so viel durchgemacht, aber sie kämpfen weiter. Sie sind durch einen Eid ihrer Vorfahren gebunden. Eine Pflicht aus der Vergangenheit. Aber ich sehe ein Volk, das nur in Frieden leben möchte. Ich glaube, sie sollten die Vergangenheit loslassen. Wenn ich den Atlas finde, führt er vielleicht zur göttlichen Quelle. Wenn ich sie von hier fortbringe, müssten sie nicht mehr leiden. Sie könnten die Bürde der Wahrheit mit der Welt teilen. Aber wenn das alles zu nichts führt, weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich mache einfach hier oben fertig, ne? Oder? Nee, Quatsch. Irgendwas, was mir wirklich was hilft. Streubombenpfeile, verbessern Sie Granatpfeile, um beim Einschlag zusätzlich Sprengladungen freizusetzen. Natürlich, nehmen wir. Die waren ja super stark, haben wir ja gerade gemerkt. Stellen Sie brandverursachende Schrotflinten. Nein, das ist scheiße. Fortschrittliche Technik verleiht allen hergestellten Handobjekten einen größeren Detonationsradius. Brauchen wir auch nicht. Stellen Sie aus roten Benzinkanistern. Nein, was haben wir denn hier noch Schönes? Bogenexperte. Führen Sie eine Bogenexekution auf kurze Distanz aus und verbessern Sie die Chance, Spezialpfeile von Feinden zu erbeuten. Drücken Sie F, um bewegungsunfähige Feinde den Rest zu geben. Ja, das ist schon nice. Was haben wir hier? Gewehrexperte. Nein, wir machen erstmal den Bogen. Oder hier, Dreifachschuss. Feuern Sie gleichzeitig. Das wollte ich doch sowieso mal machen. Weil das hatte ich noch nicht freigespielt. Ich hatte das hier aus Versehen angeklickt. Genauer Schuss. Aber Dreifachschuss, das wollte ich immer noch ausprobieren. Da glaube ich, musste ich Dings drücken. Den Pfeil und den Überlebensinstinkt. Ah, gucken wir mal gleich. So, Inventar. Ich wollte Munition noch nachrüsten. Brauche nämlich unbedingt ein paar Pfeile. So. Feuerpfeile vorbereitet. Explosionspfeile. Hier gibt es nichts Neues. Upgrades für die Waffen haben wir auch nicht.
Oh doch, da Waffen-Upgrades. Was haben wir denn? Der Bogen, was können wir denn da machen hier? Oh, wow, 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 wow. Haltezeit. Oh, Haltezeit ist auch scheiße. Schussfrequenz, schneller hintereinander ballern. Und was haben wir hier? Verbesserte Camps. Die optimierte Camps verzögern das Abfallen der Champs, irgendwas. Erhöhte Haltezeit des vollständig gespannten Bogens. Also beides nur für gespannten Bogen. Nehmen wir das. Was haben wir hier? Schnellauslöser. Zack, zack. Hier hinten haben wir noch irgendwas. Da. Verstärkter Schaft. Ein beschwerter Griff erhöht die Hiebkraft, wodurch die Rüstung von Feinden nach erfolgreichen Nahkampf-Kombos zerbricht. Okay, nehmen wir das. So. Ich will mal ein anderes Outfit. Ich gefall mir so nicht mehr. Ich will mal eine Lara, wie sie mir gefällt. Hier gab es auch irgendwo auch so ein Tribut an früher. Gucken wir mal, wie das aussieht. Ach du Scheiße. Nee. Das ist nicht schön. Auch nicht schön. Auch nicht schön. Ich will was Schönes. Ach du heilige Scheiße. Was ist denn der Outfit? Manuelle Heilung gewährt die Chance, Wunden, bla. Ah, ich kann mich immer nicht entscheiden. Ich will eine schön. Oh, das ist schon nicer McNeisenstein. Gewährt die Chance, exotische Tierressourcen. Das will ich alles nicht. Wo ist es denn? Reduziert Schaden durch griechisches Feuer und Abfeuern von Fallen reduziert ab und dann. Nehmen wir das. So. Hauptsache, ich habe nicht wieder so eine blöde Mütze auf. Och du Scheiße. Na komm, nehmen wir ein bisschen Skyrim. So, dann haben wir mal ein bisschen Skyrim-Action hier, so wie ich aussehe. Ich bin Skyrim. Ich bin die Mutter von Skyrim. So. Die soll so bleiben, wie sie ist. Nein, die muss jetzt mal ein bisschen umklamüsert werden hier. So, machen wir mal hier wieder. Öpp und zack. Und dann da rüber und ran und rüber und... Ah, ich wollte abspringen. Scheiße. Oh, oh. Okay, muss ich gar nicht. Nein, wir machen jetzt aus ihr Xena die Kriegerprinzessin. Kinder. Ihr dachtet, lesen lernen sei unnütz und hätte nichts mit der Jagd zu tun. Das ist eure erste Lektion. Alles ist miteinander verbunden und ich habe immer recht. Die Schlauen unter euch, die ihren Irrtum eingesehen haben und dies lesen können, erwartet nun die erste Aufgabe. Spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf und bringt mir sein Fell. Hasen sind überall anzutreffen, bei Tag und Nacht. In unserem Tal sind sie braun und in den Bergen schneeweiß. Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen. Regen treibt sie in ihre Baue. Und wenn ihr Ratten sucht, schaut in den Ruinen oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei. Aber... bitte bringt mir keine Ratte. Wer ist damit gemeint? Unterweisung der Meisterjägerin von Jacobs Leuten. Verstehe ich nicht. Also Jacob redet Griechisch, oder was? Sonst hätte da nicht gerade gestanden, Griechisch, Meisterlevel, irgendwas. Zack. Ich will so bleiben, wie ich bin. Aber Lara will nicht so bleiben, wie sie ist. Lara wollte jetzt mal ein neues Outfit, das ist einfach so. So sind doch die Frauen, das wisst ihr doch, Leute. Oh, da hat sie sich verletzt. Zerstören sie mit Hilfe von Sprengladungen. Okay. Ein bisschen weg, oder? Nein, hallo? Wie war das mit dem Durchschalten? Ah, da war doch gerade Sprengladung. Da. Oh, ich hab doch gewusst, das tut ihr weh. Oh, 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 da knallt's aber jetzt. Jetzt scheppert's. Ja, falls ihr meinen Skyrim-LP gesehen habt, ist ja auch total scheiße, dass ich da irgendwann mal aufhören musste. Das hat mir wirklich Spaß gemacht, aber nach, ich weiß gar nicht, 80 oder 88 Folgen war Feierabend, weil es lief einfach nicht mehr. Ich, keine Ahnung, immer wieder Abstürze gehabt. Das war echt traurig. Aber wahrscheinlich zu viele Mods drin gehabt oder so. Ich habe keine Ahnung. Es war ja Blut, Gewalt-Mod, alles hatte ich. Ich kann Alias Anziehungskraft auf mich nicht länger leugnen. Echt viel Story. Sie kam zu mir, allein, als ich über die Pfade hoch über dem Tal wanderte. Ich weiß nun, Nazi Priceless fühlt. Nazi. Ich erklärte ihr, warum es nicht geschehen darf. Warum eine Stellung in unserem Volk solche Torheit ausschließt. Warum ich sie nie glücklich machen könnte. Doch all dies änderte nichts. Während ich sprach, suchten meine Arme ihre Nähe und wir umarmten uns. Trotz all der Zeit bin ich immer noch ein Mensch. Ja, ich gucke jetzt. Ich gucke gerade nach. Was war der letzte Part von Skyrim? Warum finde ich das nicht?
Warum finde ich das nicht? Ich muss mal kurz so. Mach das jetzt gerade hier direkt auf meinem Smartphone. So. Alter, ich sehe gerade, Skyrim hat gar nicht so wenig Aufrufe. Aber da gucken wir jetzt trotzdem mal nach. Das ist der Unterschied halt zum Livestream. Versteht ihr? Tut mir ja echt leid für euch. Ihr müsst das jetzt ertragen. So, jetzt gucken wir mal, wo ist mein Skyrim-Livestream? Ach du Scheiße, 100 weitere Playlists. Was produziert denn der Mann? Das ist ja unglaublich. Ja, gucken wir mal. Kids Let's Play, Altes Live, Let's How Mortal Kombat X, Division, Rainbow Six, Bioshock, Zombie, Star Wars Battlefront. Wann habe ich denn mit Skyrim angefangen? Oh, ich glaube, Skyrim hat sich echt lange hingezogen, weil ich da immer mal wieder neue... Ah, hier ist Skyrim. 81. Es sind 81. Habe ich doch gesagt. Ich habe nur gesagt, halt, es könnten 80 oder 81 Dinge... Ah, das ist ein Freund. Sein. Es tut mir ja leid. Aber krass, wie da sofort wieder drauf reagiert wird, ne? Das ist... Wenn so eine Zahl fällt, da freuen sich wieder die Kleinen. So. Alle, ich will auf dem Stein abfallen. Ich kann gar nicht zwischendurch abspringen. Hier zurück, da war doch einer. Mal gucken, was der Typ mir erzählt. Leben. Gut. Die meisten Verletzten sind sicher. Aber die Angreifer sind wieder da. Sie haben... Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht drauf. Oberdorf angenommen. Wir sind nicht allein. Unten im Tal organisiert sich der Widerstand. Der Widerstand. Wir können jede Hilfe brauchen. Ja, wenn Sie zurück zum Dorf gehen, seien Sie vorsichtig. Ich will mal hier hinten gucken, was hier ist. Ist ja schon cool, wenn man so eine Lampe mal mitnehmen kann. Ist das hier sowas, was man zerstören könnte? Oh, jetzt habe ich die Lampe. Nee, da geht's nicht weiter. Jetzt habe ich die Lampe. Nein, sie ist noch da. Sie ist noch da. Nimm sie mit, Lara. Ah, sie kann sie nicht mitnehmen. Ich habe gehört, Alex Vendetta wird vermisst. Wo soll man sich melden, wenn man vom Stand... Ey, das ist schon uralt, das Vendetta wird vermisst. Das war im Rahmen von einem Skyrim-Let's Play. Aber wie du siehst, ich wurde wiedergefunden. Ich renne jetzt hier gerade irgendwo ganz anders hin, wo ich hin soll, aber... Mich interessiert das einfach hier, weil ich gerade diesen Weg hier finde. Gibt es hier oben irgendwas? Nein, hier gibt es noch nichts. Ich hoffe, ich rutsche hier nicht runter bei diesem Weg. Nee. Wo komme ich hier hin? Oh, mal ein bisschen hoch. Wo komme ich hier hin? Hier ist ein Basislager in der Nähe, ein Relikt, Wandgemälde und ein Kryptoeingang. Alter, wir gucken uns jetzt hier mal um. Das ist eine Stelle, wo ich noch nicht war. Oder doch? Optionale Herausforderung. Finden Sie den Weg zum Grab? Ja, bla. Ich will hier... Den will ich mir mal angucken. Wegweiser setzen. Minecraft, nicht Skyrim. Habe ich gerade Minecraft... habe ich Skyrim Let's Play gesagt? Nein, nein. Ich meinte Minecraft. Ich meinte Minecraft. Das war ein Minecraft Let's Play. Aber ich kann den Text nicht entziffern. Da ist ein Kryptoeingang. Hinder. Jawohl. Hier war ich aber noch nicht. Pilze. Oh. Geld. Geld brauche ich noch für diesen einen Händler. Unbedingt. Oh, hier vorne kann ich was aufreißen. Sehr geil. Ich habe echt Skyrim gesagt. Nein, es war wirklich Minecraft. Das war verschollen in Minecraft. Oh, sehr geil. Wieder so eine tiefe, eklige Krypta. Oh, wow, wow, wow. Okay, ich sehe das Seil. Oh, fuck. Das war zu schmerzhaft. Da geht's wohl nicht weiter. Da geht's hoch. Hier ist was an der Wand, was man rausbrechen kann. Hm. Übrigens, ich werde wahrscheinlich nach diesem Tomb Raider Let's Play, entweder werde ich mich dann wirklich endlich mal, das habe ich mir auch schon ewig versprochen, mich an die Assassin's Creed Reihe machen. Oder ich werde mich, was soll denn das? Wie komme ich denn dann an das Seil? Oder kann ich einfach hier so hin? Ah, kann ich einfach hier so hin.
an die Assassin's Creed-Reihe machen oder ich werde mich vielleicht dann wirklich an Titanfall Singleplayer, beziehungsweise da habe ich schon überlegt, den Singleplayer kann ich dann immer noch auch als Video aufnehmen, weil das hatte ich jetzt auch vor bei Battlefield 1, noch den Singleplayer einfach mal aufzunehmen. Nee, bitte Resident Evil 7. Ich habe Resident Evil 7 noch gar nicht. Obwohl die Preise echt gut gefallen sind, aber die Ärztin. Ich habe so viel, was noch im Plan steht. Ja, Resident Evil 7 ist definitiv auch noch auf meiner Liste, das irgendwann zu kaufen, aber weißt du, wenn ich es jetzt sowieso noch nicht spiele. Nach Gitesh war lang. Gleich geht's weiter. Hart. Schwäche. Hart. Krankheiten und Verletzungen waren alltäglich. Aurora. Was soll mit den Abos sein? Die Lehren des Hippokrates und der großen römischen Heiler kannte. Dank ihr haben so viele die Reise nach Gitesh überlebt. Es ist ihr Vermächtnis, dass das Wissen des Heilens unter den Gläubigen immer noch weitergegeben wird. Keine Ahnung, habe ich nicht mitgekriegt. Ob, also Price Clutch schreibt gerade, für die, die das vielleicht später im Video, weil sie einfach zu faul sind zum Lesen, schreibt, dass die Zahl gerade von 0 auf 855 gegangen ist. Keine Ahnung, vielleicht war es einfach nur eine Aktualisierung. Von 0 ist natürlich bitter. Sprachkenntnisse erhöht? Jawohl. Kann Griechisch der Stufe 6 übersetzen. Ah, Rotkäppchen und der böse Wolf ist wieder am Start. Hallöchen. Schön, dass das jetzt immer mehr von so Leuten kommen, die auch also wirklich bei jedem Livestream mal dabei sind, dass man so einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Ah, da ist noch... Nee. Jetzt muss ich mal gucken, ey. Wo renne ich jetzt hier eigentlich gerade lang? Ich bin echt total gespannt, was ich jetzt hier finde. Hier unter Wasser irgendwas? Nee, auch nicht. Oh, wow, 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 wow. Interessanten Ort entdeckt. Au. Antiken Bogen gefunden. Zweiter von vier Parts. Ich hoffe natürlich auch, wenn ihr nicht live dabei seid bei den Streams, dass wenn ihr die Videos natürlich im Nachhinein guckt, immer schön ein Däumchen nach oben da lasst, ne? Und was sind noch diese wichtigen Sachen? Liken, teilen, euren Eltern davon erzählen. Nein, am besten nicht. Dann sagen eure Eltern sowas wie, und für so eine Scheiße verballerst du deine Zeit, dass du so einen Idioten zuguckst, wie er hier irgendwie daddelt? Kann doch nicht wahr sein, du Mango. Was ist denn hier los? Ach, das war's schon. Hab schon Öl, alles. Ja, dann kann ich jetzt hier raus. Das war alles? Das war alles. Wo ging's denn hoch? Da ging's hoch. Echt schön, dass sich hier so langsam so Leute immer wieder einfinden. Das finde ich echt richtig, richtig gut, Leute. Ohne Scheiß. Wenn ihr, wie gesagt, noch den Liken-Teilen-Button drückt, wäre es richtig nice, wenn andere Leute, eure Freunde sehen, dass ihr daddelt, was ihr guckt, meine ich, dann gucken die auch noch mit rein. Und dann wären wir hier ein richtig cooler Haufen und dann haben wir uns alle lieb. Sind in der Game of the Year Edition alle DLCs enthalten? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, alle bis zu dem Zeitpunkt, als es dann rauskam, also alle... die in dem, wie heißt es denn, in dem Season Pass mit drinne waren. Hilly sagt, genau, Idiot ist der richtige Begriff dafür. Natürlich. Und dann schaut eigentlich deine Mutter deine Videos. Ohne Scheiß, meine Mom guckt in das eine oder andere Video rein. Meine Mom ist über 60 und guckt ab und zu in meine Videos rein. Liebe Grüße an Mutti. Das ist nämlich ganz witzig. Als ich geheiratet habe, waren die Leute von Impuls auch eingeladen und weil auch die Jungs, die man bis dato noch gar nicht großartig gesehen hat, aber mit denen man jeden Abend verbringt. Sie sind doch mit Jacob hergekommen. Ne, Hilly? Ich muss und um etwas bitten. Oh, kleinen Moment. Bei was kann ich helfen? Jacob hat erzählt, dass sie die geborene Entdeckerin sind. So sieht's aus. Es gibt noch mehr alte Stätten, Gräber im ganzen Tal. Ja, alles her damit. Vielleicht haben sie die Schutzzeichen bemerkt. Sie sollen Kinder abschrecken. Das ist kein Aberglaube. Diese Orte sind gefährlich. Aber sie bergen auch Relikte unseres früheren Ruhms. Nicht nur Plunder. Auch Wissen. Und dieses Wissen brauchen wir jetzt mehr denn je. Ja. Früher wäre ich selbst gegangen. Aber
Aber jetzt könnte ich ihre Hilfe brauchen. Missionsbelohnung. Münzen, jedes Grab. Was? Sacra Umbra Outfit. Wollen wir das machen? Ihr entscheidet mal. Machen wir die Gräber oder nicht? Und in der Geschichte, in der Zeit erzähle ich weiter die Geschichte wegen der Hochzeit. Und da war der Virus jedenfalls am Start. So. Und der Virus, also falls ihr den kennt aus meinen anderen Videos. Meine Mom kannte Virus ohne Scheiß von den Videos. Und der hat auch einen richtigen Namen. Ja, das ist der David. Aber meine Mutter hat keinmal, ohne Scheiß, keinmal während dieser ganzen Hochzeitsgeschichte zu ihm David oder auch bei meinem 30. Geburtstag war Virus auch am Start. Oder auch der Juni war am Start. Ja, der Juni heißt Stefan und der Virus heißt David. Meine Mom hat keinmal zu den David oder Stefan gesagt, sondern Juni und Virus. Und das war für alle klar. Und auch meine Frau so, na Virus, hast gut geschlafen und pipapo. Also immer Panik. Ja, und das war witzig. Also, Price Clutch sagt nein wegen den Gräbern. Hilly sagt, ich war doch da, du hast mich nur nicht gesehen. Stimmt, hab dich nur nicht gesehen. Du warst der Typ in der Torte, der dann rausgehüpft ist mit der Sahne so auf den Nippeln und Kirschen drauf und so. Das war schön. Also, Price Clutch sagt nein. Gibt's noch irgendjemand, der sagt, es sollen Gräber gemacht werden? Wenn sich keiner entscheidet, sage ich, die Mission wird nicht angenommen. Also, 21, 22, 23... Nein. Ich kann nicht. Nicht jetzt. Nicht jetzt, kann ich sicher. Jederzeit wieder. Wenn Sie Ihre Meinung ändern, ich bin hier. Gut. Ja. So, wo muss ich hin? Oh. Nicht viel, Alex. Gucken. Mach die Gräber bitte. Oh, jetzt sagt er, mach die Gräber bitte. Ja gut, dann steht's aber immer noch 1-1, ne, Leute? Eifriger Lerner. Eine Eisenmünze mit Einschnitt, die als simples Werkzeug diente. Wurden Nägel damit entfernt? Ach so, so unter... Aber jetzt mal ohne Scheiß, mit einer Münze hast du doch keine Kraft, um Nägel richtig zu entfernen. Da brauchst du doch eher echt so ein Brecheisen oder sowas. Mal gucken kurz, was hier drüben ist. Ich bin gerade ein bisschen auf Entdeckerlaune, wie ihr seht. Achso, da ist die Dame. Wie komme ich denn da rüber? Schaffe ich das, von hier so schräg rüber zu springen? Schaffe ich doch nicht. Oh, so. So. Ach, ist nur ein Vogelnest. Scheiße. Okay, in dem Turm waren wir aber schon. Alles klar, dann weiß ich jetzt ungefähr, wo wir auch sind. Hup. Hup. Okay. Im Juni? Wie am Juni bin ich da? Im Juni ist nichts, Digga. Im Juni ist nichts. Oder ist im Juni was? Im Juni ist die Taufe meiner Tochter. Machst du den Priester oder was, Digga? Wenn, dann meinst du im Juli. Ich habe im Juli Geburtstag. Aber im Juli ist auch voll schlecht, Alter. Weil, ich sehe gerade nichts. Ich habe gerade auf mein Handy gestartet. Es hat vibriert, entschuldigt. Im Juli, meinen Geburtstag werde ich, glaube ich, dieses Jahr gar nicht groß feiern. Weil einen Tag nach meinem Geburtstag sind meine Frau und ich auf einer Hochzeit. Und, wenn ich mich dann an meinem Geburtstag halt voll abschieße, ist ja voll schlecht dann den nächsten Tag mit dieser ganzen Hochzeit und mit dem Gedöns. Ist ja dann voll anstrengend. Irgendwie habe ich mich verlaufen. Kann das sein? Nee, ich muss dahinter lang. Komme ich da irgendwie rein? Nein. Was soll denn der Scheiß? Was ist das für eine scheiß verfickte Barrikade? Da komme ich auch nicht rum. Über den Zaun komme ich doch, oder? Lara will mich nicht über den Zaun lassen. Ich raste aus. Ich sehe nichts, danke. Jetzt spring doch da rüber. Lara, jetzt. Jetzt mal ohne Scheiß, Leute. Wie bin ich denn hierher gekommen? Wenn ich da noch nicht mal wegkomme. Das ärgert mich jetzt aber gerade. Christchurch hat auch am 31. Juli Geburtstag. Ja, Juli-Kinder sind gute Kinder. Bist du dann auch noch Krebs, oder ist das dann schon... ein anderes Sternzeichen. Ja, da wusste ich aber noch nicht, Hilly, dass ich muss meinen Geburtstag dann nachholen. Ich muss den dann irgendwie später feiern. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das mache. Ich muss gucken. Alter, wie bin ich denn hierher gekommen? Was stimmt denn hier jetzt nicht? Ach ja, da oben, hier über diese blöden Haken. Da muss ich da den ganzen Weg wieder zurück. Aber Price Clutch ist schon Löwe. Alles klar. Wo ist denn dieser Scheiß hier? Wo ist denn der? Aber da habe ich doch gerade versucht, hochzukommen. Oh, doch. Ah. So komme ich da hoch. Alter. Ich muss diese neuen Fähigkeiten mir erstmal ein bisschen einbläuen.
Och, fuck you. Kannst du da jetzt mal hoch, Lara? Das ist jetzt gerade ein bisschen scheiße, was ich hier abziehe. Ich muss später. Hä? Sie hält sich nicht fest, die Troller. Ich will doch da nur wieder zurück. Troller. Ich mache sowieso erstmal nach Dresden. Großartig. Jetzt hat's es geschafft. Erstmal den Redguard ärgern. Das mach mal. Dann sagst du, schönen guten Tag. Ich suche den Redguard. So, jetzt bin ich hier. Jetzt kann ich da vorne wieder raus. 40 Jahre hatte der Redguard keinen Besuch. Jetzt ist die Mauer weg. Jetzt komme ich. Das finde ich gut, Hilly. Mach das mal. Aber denk dran, du musst deine eigenen Bananen mitnehmen. Och du Scheiße, hier ist ja einer. Wie krass ist das denn? Aber ja, die sind erledigt. Hast du wen lebend erwischt? Ich hatte einen, den hätte ich ausliefern können. Bei dem Bonus. Ja, einer hat sich ergeben und die dummen Typen haben zugesehen. Achtung, Angriff! Ich sehe sie. Da, schieß doch! Na, Wale? Hast du einen Hund? Nein, habe ich nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich mag Hunde gar nicht. Also, was heißt, ich mag sie gar nicht. Also, wir hatten früher einen Hund. Labrador, Schäfer und Mischling. War ein super liebes Tier. Ja, habe ich sehr gemocht. Aber ich selber bin eher so der Katzenmensch. Ich stehe auf Katzen. Miau. Die sind einfach so ein bisschen cooler, wisst ihr? So, die sind so gechillt. Die machen so ihr eigenes Ding. Die wedeln nicht mit dem Schwanz, wenn du mit irgendeinem Blödsinn ankommst und freuen sich, wenn ein Herrchen kommt, sondern die sagen eher, hey, ich bin das Herrchen und du hast mir zu gehorchen, weißt du? So denken Katzen, die kranken Schweine. Das finde ich eigentlich ganz nice. Also ich mag dieses... Mal gucken, ob das klappt, ob der trotzdem oben an dem Baum festmacht. Nee, macht er nicht. Aber, also ich habe jetzt nichts gegen Hunde, um Gottes Willen, aber ich finde halt Katzen ein bisschen angenehmer. Das ist alles. Ich kriege alles mit, was ich bisher weiß. Anna und Konstantin haben hier draußen das Sagen, aber irgendjemand anders ist der große Drahtzieher. Jemand mit viel Geld und Einfluss. Ich habe die Möglichkeiten eingegrenzt, aber irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, dass jemand im Vatikan eine private Armee unterhält. Aber alle Wege führen nach Rom. Glaub mir, selbst ich finde das verrückt. Aber die Leute müssen das wissen. Wenn ich dafür sterbe, stehe ich wenigstens auf der richtigen Seite. Und Konstantin, ich weiß, dass Sie das hier vermutlich lesen. Sie können mich verschwinden lassen, aber Sie werden nicht gewinnen. Und falls ich Ihnen das nie ins Gesicht sagen kann, Sie sind komplett wahnsinnig. Sie sind komplett wahnsinnig. Ich habe schon meinen DDR-Trainingsanzug rausgelegt. Na, das ist aber schön, Hillbilly. Ich werde mal hier eine Bombe draufhauen. Könnte nämlich auch schon wieder so eine optionale Mission sein. Nee, ist es nicht. Hätte ja sein können. So, was haben wir hier? Eisenerz brauche ich auch nicht mehr. Brauche ich auch nicht mehr. Das brauche ich alles nicht. Was soll denn das hier? So. Ah, oh, hier. Nee, so komme ich nicht rüber, du. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Na, da muss ich weiter. Warum sagt mir das keiner? Also ich habe nichts gegen Hunde, wirklich nicht. Ich habe sogar ein schönes Grundstück, wo ein Hund gut leben könnte, aber aufgrund meiner Arbeit passiert es nicht. Die Revolvermänner können hier weiter. Oha. Wir werden im Basislager gebraucht. Die kommen schon klar. Roger, alles in Ordnung. Verstanden. So, warten wir mal ein bisschen. Ich mache mal ein paar Pfeile. Okay, gehen wir mal hier rüber. Okay. Ich nehme die. Wir versuchen so stealth wie möglich zu machen. Ausschwärmen. Kontakt.
Scheiße. Haltet sie in Schuss! Weiterer Schuss! Sie wird nach dem Fall sie ab! Er ist tot! Fick dich. Jetzt muss ich aber mich hier ein bisschen konzentrieren, du. Oh, ist ja wie früher, wenn man zum Aldi wollte. Harter Kampf nach der Wende. Also wegen meiner Arbeit passt es auch nicht mit dem Hund, weil wenn man immer nur Spätdienst arbeitet, ist es halt echt problematisch mit Hunden. Wir haben, wie ich vorhin sagte, zwei kleine Kinder, die füllen einen komplett aus. Da braucht man nicht noch einen Hund, der einen zusätzlich... Also der noch zusätzlich irgendwas von einem will, ohne Scheiß. Das reicht dann. Und ja. Das ist einfach der Grund, warum ich keine Hunde habe. Oder keinen Hund habe. Weil es, wie gesagt, wirklich auch dann zu viel Zeit. Gerade, man will ja dann auch nicht irgend so einen alten Hund, man will ja dann wahrscheinlich irgendwas Neues. Ja, so einen kleinen Welpen. Da muss man aber auch die Zeit für finden, den dann erstmal richtig zu trainieren. Weil, das ist unfair, ne? Wenn man den dann. Ja, wie soll ich sagen, den dann so sich selbst überlässt und dann später immer sagt, na, dieser Hund, der Dreckige, warum hört er denn nicht? Ja, wenn man keine Zeit investiert und den dann ordentlich konditioniert, dann wird es halt auch ein böser Hund oder ein Hund, der halt kein bisschen hört. Ja? Und das will ich natürlich dann auch nicht. Also die Zeit fehlt mir einfach dann auch fürs Training und fürs, ja, alles. Fürs alles. Für das Tier. Das alles für den Dackel. Oh. Oh, was ist da hinten? Leuchtet irgendwas? Nee, das ist nichts. Ah, vergiss es. Boah, hier jetzt aber schön gescheppert. Sind die jetzt alle runtergekommen, weil ich die schon so stilsmäßig weggeholzt habe? Das ist ja bitter. Das macht mich jetzt gerade ein bisschen traurig. Da hätte ich ja schöne Kills machen können. Das ist ja scheiße. Oh, was haben wir hier nochmal? Ein Funkgerät. Nachts kamen Sicherheitsleute. Ich wusste es. Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie mehr. Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da. Nahm meinen Kopf in seine Hände. Und lächelte. Sagte, er verstehe mich. Dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug, ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden. Dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity. Für Konstantin. Ach Mensch, ha, kein Ton, danke Price Clutch. Oh Gott, ich rede hier die ganze Zeit. Entschuldige. Ich habe nebenbei noch Anfragen, eine Kollegin von mir hat sich ein neues Handy geholt, so ein China-Handy. PPTV King 7, was ich glaube ich hier schon mal gezeigt habe. Warte. Hatte ich glaube ich auch im letzten Livestream, ne? Hier, PPTV King 7, bah. Das hat sie sich jetzt auch geholt, weil sie es echt gut findet. Ich will einen Key raushauen, habe ich gerade gesagt. Tut mir leid, dass ihr es nicht gehört habt, weil es steht ja auch mit Giveaway und ich habe heute noch gar kein Spiel rausgehauen. Ich werde also jetzt gleich einen Key in den Chat hauen und ihr könnt dann dieses Spiel bei Steam integrieren und habt dann ein neues Spiel. Ich wünsche viel Spaß damit. Derjenige, der es hat, bitte einmal in den Chat schreiben, dass er es hat, damit ich weiß, welches Spiel es überhaupt war. Ha. Oh, hier gehen aber gerade ohne Ende Nachrichten rein. Kleine Minipause. Ich warte kurz.
der Price-Klatsch hat es. Dann schreibt mal in die Kommentare, was es war. Jawohl, Insurgency. So, ich schreibe nur noch ganz kurz diese kleine WhatsApp fertig. Es Manuel. So. Und dann geht's jetzt weiter mit Rise of the Tomb Raider. Also viel Spaß mit. Wollte er sich wirklich mal holen. Ist ein Insurgency, ist ein wirklich, wirklich schöner Shooter. Aber auf jeden Fall nicht einfach mal was für zwischendurch daddeln. Da muss man schon hart trainieren. So, weiter geht's mit Rise of the Tomb Raider. Und ja, gerne. Was, könntest du mal gucken, was bei Steam gerade Insurgency kostet? Würde mich mal interessieren. Weiß ich nämlich wirklich nicht. Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber er will uns beide weiterempfehlen. Dann gibt es so eine Art Initiationszeremonie. Ich warte erstmal einen Moment. Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert. Oh, ich will mal gucken, dieser Dreierschuss. Es geht um mehr als nur Leistung. Und um was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Achtung, Angriff! Oh, wollte ich gar nicht. Oh, Achtung, Angriff! Oh, der hat mich gesehen. Wow, 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 wow. Ich dachte, ich könnte da irgendwie drei auf einmal markieren. Warum hat denn das nicht geklappt? Wow. Okay, ist auch hin. Ist auch hin. Den sprengen wir damit weg. Und... Oh nein, der hat eine Rüstung. Oh, du Arsch. Ja, dann kriegst du jetzt eine... Voll in die Fresse! $10, also Euro. Ja, das ist doch schön. Siehst du? Kein Moment. So, dann habe ich das hier auch nämlich fertig. So. Der Hilly und ich haben, glaube ich, auch irgendwann mal Videos von Insurgency online gestellt. Kann das sein, Hilly? Hatten wir das mal? Oh. Oh, da komme ich nicht hoch. Oh, oh, oh. Nicht daneben springen. Ah, da oben. Ich wünschte mir, ich könnte noch ein Stück näher ranzoomen bei sowas. Bam, in die Fresse. Ah, ich sehe den gar nicht. Ich schieße einfach nur, weil es rot ist. Das ist aber ein Fass. Nehmen wir das. So, irgendwas übersehen hier. Wow. Achso, da muss ich dann hochklettern. Alles klar, aber hier unten nichts übersehen, oder? Vielleicht ein bisschen Muni noch für die Schrotflinte. Die habe ich ja vorhin ganz schön leer geballert. Hast du mal davon Livestream gemacht? Ah, okay, gut. Siehst du, wusste ich nicht mehr genau. Aber es macht wirklich Spaß. Ist aber, wie gesagt, fordernd. Ist nicht... ja, mit was... Was könnte man denn jetzt mal sagen? Oh, komm schon. Jetzt Finisher. Okay, da war gerade ein Fehler. Zack, boom. Gearscht bist du. Da liegt ein Funkgerät. Kann ich damit was anfangen? Irgendwas war doch mit Funkgeräten. Konnte ich da nicht... Nö, kann ich nur hochschmeißen. Hier scheint es aber nicht weiterzugehen, oder bin ich blöd? Nee, hier geht es irgendwie nicht weiter. Lieber da hinten lang. Ach ja, da gab es ja diese Fähigkeit, aus Funkgeräten Annäherungsbomben oder irgendwas zu bauen. So, jetzt gucken wir uns das mal hier schön an. Und da springen wir jetzt hin. Alle! Gut, dass sie immer auch noch sagt, nochmal Kante greifen. Oh, ja. Yeah. Ja, Rainbow Six, ne? Ah, das ist ein schönes Spiel. Leider derzeit irgendwie auch nicht mehr bei uns im Clan so beliebt. Da waren ja auch nur noch Hilly und der Argo höchstens noch die Leute, die mit mir mal Rainbow gespielt haben. Eigentlich auch schade. Sehr schönes Spiel. Elias und ich wollen versuchen, die fernen Hügel zu erreichen, wo der alte Bär lebt. Trinity sammelt sich immer noch in der alten Sowjetbasis. Wir brechen in der tiefsten Nacht auf. Es ist ein Risiko, aber uns steht ein Kampf bevor. Wir werden die Heilkräuter brauchen, die auf diesen Hügeln wachsen, wenn wir überleben wollen.
Utsch. Oh, ein Lager. Und jetzt kann ich endlich meine neuen Fähigkeiten aktivieren. Oh, die Flasche war ja leer. Warum sagt denn das keiner? Flasche leer, Vendetta. So, ein Fähigkeitspunkt. Was haben wir denn hier? Überlebender. Leichenfallen-Spezialist will ich nicht. Drachenfeuerpatron will ich nicht. Das will ich auch nicht. Hier oben sind wir fertig in der ersten Stufe. Die kann ich noch nicht, weil mir die anderen Sachen fehlen. Da machen wir... Wie machen wir es denn? Ich will was Cooles. Genauer Schuss. Die zielgelenkten Schüsse bei Dreifachschuss visieren. Wie kann ich den denn aktivieren, den Dreifachschuss? Feuern Sie gleichzeitig bis zu 3 Pfeile auf separat anvisierte Ziele ab, während Sie mit vollständig gespannten Bogen zoomen. Wie soll das denn gehen? Das hat ja nicht funktioniert. Die zielgelenkten Schüsse beim Dreifachschuss visieren nun automatisch den Kopf anstatt des Körpers an. Das ist geil. Nehmen wir. Ist egal. Wir könnten mal wieder. Argo wäre bestimmt dabei. Ja, Eli, musst du nur mal den Argo fragen. Ne? Dann legen wir auch mal wieder los mit ein bisschen Rainbow. Obwohl, derzeit spiele ich ja echt gerne und viel Battlefield, muss ich ja sagen. Das macht mir ja wirklich Spaß. Pistole spiele ich kaum. Gucken wir mal hier rein. Da haben wir noch andere Gewehre, die will ich aber gar nicht benutzen. Was? Das Repetiergewehr, Einzelschussgewehr, das Hodenschaden bewirkt. Immer dieser Hodenschaden. Das mit tödlicher Gewalt zuschlägt. Und dann haben wir hier noch das mit Nachladen. Nee, ich bleib bei der AK. Das andere wäre ja Quatsch. Was haben wir hier? Erweitertes Magazin. Ein größeres Magazin ermöglicht mehr Schüsse. Nicht verkehrt, nehmen wir. So, habe ich noch irgendwas, was aufblinkt? Hier blinkt gar nichts auf. Das war's schon. Mehr haben wir nicht eingesammelt. Oder ich. Ihr seid daran ja gar nicht schuld. So. Jetzt müssen wir gucken. Utz, wo sind wir? Macht es. Warum gibt's hier Stress? Was ist hier los? Ich höre was. Ich sehe aber nichts. Ah, doch, da. Da. Wo bist du hin? Jetzt sag nicht, der versteckt. Der Panther oder was auch immer das gerade war, Tiger, ist so schlau und versteckt sich hinter dem Steinding da. Verarsch mich nicht. Habt ihr das gerade gesehen? Oh, oh. Ich gehe nochmal nach hier unten. Jetzt ist der weg. Oh, das ist ein Luchs. Nimm mal AK-Muni. Luxus. Oh, der lebt immer noch. Wo wird denn hier geballert? Alter. Ich habe hier Probleme mit dem Luchs. Oh, was? Wollte der mich bespringen? Oh, dem habe ich noch... Nee, ich dachte gerade, ich habe den Typen nochmal so... Mein Gott, was war denn mit dem Luchs los? Na, sehr geil. Damit spart man echt eine Menge Stress mit diesem neuen Haken. Das war Luxuskiller. Hep. Alter, dass sich aber hier oben noch einer verschanzt, kleiner... Kleines Hurenkind. Du bist ein kleines Hurenkind. So. Der wollte dich besteigen. Ja, so sah es aus. Da sind wir mal ehrlich. Bei einer Lara sagt man auch nicht nein, oder? Seit einem Monat gehe ich ins Forum, um dem Propheten zuzuhören. Ich trage einfache Kleidung. Für den Sohn eines großen Hauses wäre es ungebührlich, hier gesehen zu werden. Es gibt Gerüchte, dass die Patrizier und die Kirche des Westens den Propheten zum Schweigen bringen wollen. Ich kann nur zuhören und die Worte des großen Mannes wiedergeben. Kein Mensch hat je die Wahrheit über Gott gesagt, da kein Mensch sie kennen kann. Das Herz eines Bauern oder Soldaten ist von heiligerer Natur als die Herzen von Fürsten und Kaisern. Wir alle werden von jenen getäuscht, die vorgeben, im Namen des Schöpfers zu sprechen. Kein Mensch spricht für ihn, da seine Stimme der Himmel, das Wasser und der Lauf der Welt ist. Und der Lauf der Welt ist. Hilly, danke nochmal für den Hinweis, dass ich nicht so viel auf mein Handy schauen soll, was du mir per Handy geschrieben hast, du Hund. Ich wollte nochmal gucken, ob ich hier hinten
Da hätte ich was übersehen. Was ist das hier? Nur ein Relikt. Boah, das nehmen wir jetzt nicht mit, oder? Nein, das nehmen wir nicht mit. Wir machen jetzt straight weiter mit der Mission. Wir haben uns schon teilweise sehr, sehr viel aufgehalten. Und hier, wenn ich mich aus Versehen nochmal mute oder so, weil ich hier dampfe, ne? Ich will euch das mal zeigen, wenn ich das so nah mache. Das ist halt zu laut, das Geknacker, ne? Das, Geknatter. Das will ich euch nicht antun. Deswegen mute ich mich halt immer. Und, oh, was war das? Das kann schon mal sein, dass ich vergesse, drauf zu drücken, ich Volldepp. Oh, das war knapp. Zu spät gedrückt. So, ich denke mal, da drüben geht's weiter, ne? Ja. Das alles andere wäre auch Quatsch gewesen. Das ist wirklich so weit, was? Wenn die den Atlas wirklich da drin finden, was dann? Der Atlas ist eine Karte. Scheiße. Das war ja knapp. Das war doch Absicht gerade vom Spiel. Die wollten doch nicht, dass ich... Oha. Hallo, schönen guten Tag, moin. Lara, meine... Oh, fick dich doch. Zack, boom. In die Fresse reingebüngt. So. Jo, da hinten ist auch was. Da soll ich auch hin. Aber ich will erst mal gucken, was der Typ hier oben noch hatte. Warum war der da? Was wollte er von mir? Aber lieber erst mal rumgehen. So, halbe Stündchen machen wir sicher noch. Vielleicht heute ein kleines Stückchen länger. Ich kann es euch noch nicht ganz genau sagen. Je nachdem, wie ich noch Bock habe. Aber derzeit habe ich wieder richtig Bock. Ich habe auch eigentlich viel mehr... Oh, mein Fresse! Oh! Okay, Lara, du hängst in einem Glitch, du Doofkuh. Alex, guck nicht so viel auf dein Handy. So, was wollte ich gerade sagen? Ich habe heute richtig, richtig Bock, Lara Croft zu daddeln. Der redet nicht mehr mit mir, dann gehe ich halt. Geiler Typ. Kann sie auch einfach nach oben springen? Nein, kann sie nicht. Vielleicht überziehen wir heute ja auch mal ein bisschen. Wäre ja auch nicht schlimm. So, jetzt will ich da aber trotzdem nochmal hin. Zu dem Ding hier. Je nachdem, wie Bock ist. Jetzt so die letzten Tage, gerade weil der Hilly zum Beispiel kein Battlefield 1 hat, habe ich sehr, sehr viel alleine abends gedaddelt und eigentlich bin ich schon mehr so der kommunikative Typ. Und quatsch halt auch mal gern neben dem Daddeln. Und das bleibt natürlich aus, wenn man alleine spielt oder wenn man keinen Livestream macht. Logisch. Price Clutch, musst du morgen gar nicht zur Schule. Wenn ich sage, ich überziehe. Machen deine Eltern nicht wieder das WLAN aus. Nicht, ich will nicht. Der Vendetta möchte nicht schuld sein für eine Familienkrise. Wow, in die Kathedrale. Und bin drin. Alles klar, cool. Wow. Jetzt gab's aber gerade Ruckler. Was war hier los? Was machst du, Computer? Finde einen Weg in die Kathedrale, habe ich gefunden. Ach, gehen wir doch einfach mal hier weiter. Jetzt gerade übertreiben sie es ein bisschen mit... Oh. Ey, sind wir schon in der Nähe von Trinity? Ich höre euch. Ich frage mich, wie die hier reingekommen sind. Da komme ich nicht hin. Nee, da geht's auch nicht weiter. Wo soll ich denn hin? Hä? Gerade bin ich ein bisschen blöd. Ich soll irgendwie weiter nach oben, aber ich sehe nichts oben. Ah, da geht's unten weiter, aber unten. Ach so, okay, ich sehe es. Mein Gott. Ich verschlafe oft. Ja, cool. Aber sag, ich. Vendetta ist keine Ausrede fürs Verschlafen. Was heißt verloren, Commander? Kein Funkkontakt, kein Sichtkontakt. Nichts. Dann machen Sie ohne Sie weiter. Das sieht der Missionsplan nicht vor, Herr. Es wird zu viele unnötige Ziel ohne Sie erreichen. Ach, die sind über mir. Nein, ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Ich brauche taktische
taktische Unterstützung. Nein, wir haben mit diesem Tal schon alle Hände voll zu tun. Wenn Sie glauben, Oh. Wo waren die? Wo sind die? Ich will alles töten, was hier rumrennt. Oh, hier, meine Stiefmutter. Schieß ihr gleich einen Pfeil hinten, zack, boom. Er muss da unten sein. Oh, naja. Ist machbar. Nein, nein, nein. Okay, dumme Aktion. Ich bin unbewaffnet. So kaltblütig bist du nicht, Lara. Andererseits weiß ich, warum du noch nicht abgedrückt hast. Er schießt mich und meine Männer töten dich in derselben Sekunde. Das ist Bomben, das Einzige, Bomben. Das können als du. Sei still, Anna. Keine Bewegung. Du kannst schieß auf die Bomben, töten. Schieß auf die Bomben. Tötet sie, los! Sehr geil. Und jetzt fällt die nächste runter. Oh. Bam. Oh, die arme verletzliche Lara. Die neuen Filme sollen ja genau so auch ausgerichtet sein. Verletzliche Tomb Raider-Tante. Überleg dir mein Angebot, Lara, bevor es zu spät ist. Schieß ihr in die Fresse. Oh. Es war schon zu spät, als du meine Familie verraten hast. Ich hole mir den Atlas, Anna. Irgendetwas schlachtet meine Männer da unten ab. Oh, gibt's noch Mystery? Wenn sie ihn nicht finden, dann du auch nicht. Monster? Fahr zur Hölle! Bitch! Muss er noch hinterher rufen. Kraft ist auf dem Weg. Tötet sie und bringt mir den gottverdammten Atlas. Für die, die es nicht mitgekriegt haben, Atlas soll irgendeine Quelle für Unsterblichkeit sein. Also wir reden nicht von dem, was ihr in der Schule habt, in, wie heißt es denn? Ich wollte gerade sagen Geschichte, aber ich meine, Kartenkunde? Wie heißt das? Erdkunde. Fuck. Ein altes Wandbild und diese Gefäße. Warum darf ich das Lager nicht benutzen? Jetzt darf ich das Lager benutzen. Ich bin Anna jetzt voraus, aber ich weiß nicht, noch eine wo Fähigkeit? Ich hier hineingeraten bin. Ich auch nicht. Was anderes haust hier. Was hatten wir denn hier noch? Was war? Aber ich mache weiter. Was angucken ich wollten. Bin schon zu weit gekommen. Anna glaubt, sie kennt mich. Und das tut sie wohl auch irgendwie. Tiere aber glühen, das habe ich noch gar nicht aktiviert. Oh. Und solange sie mich weiterhin unterschätzt, könnte ich noch die Oberhand haben. Was war hier das letzte? Die Brandbomben. Und hier war das die Todeswolke. Und da war das Drachenfeuerpatrone. Ah, alles scheiße, aber ich muss es ja langsam verballern. Ach, kommt, hier, wir nehmen, hier war das irgendwo, Bogenexperte, führen Sie eine Bogenexekution auf kurze Distanz. Bam, Waffenexperte ist immer gut. Was steht denn hier? Doch, mein Lehrer, gab's nicht irgendwie Atlas bei COD, irgendeine Firma? Die Anna ist wirklich eine Bitch. Von Advanced Warfare? Ey, keine Ahnung. Es gab auch Atlas schon im allerersten Tomb Raider. Da gab es den griechischen Gott Atlas. Achso, nee, ich wollte noch Munition kurz nachproduzieren. Entschuldigt. Also Atlas ist ja bekannt auch aus der griechischen Mythologie. Okay, was haben wir hier? Hier können wir wieder nichts machen. Alles kacke. Munition! Achso, nee, ich habe für die anderen Sachen habe ich nichts. Und irgendwas leuchtet eben noch. Inventar, gibt es noch ein Upgrade für Pistolen? Na komm, dann machen wir auch mal bei den Pistolen weiter. Welche habe ich gerade? Ich habe die hier. Da, was haben wir denn da? Schussfrequenz erhöhen. Auch schön. Verbesserte Auswerfer. Das ist ein verbesserter Auswurf. So, dann wollen wir mal. So, gucken wir uns nochmal hier das Wandgemälde an. Die unsterbliche Armee des Propheten. Mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar. So, das hat sie zwar eben schon gesagt, aber ich habe die Punkte dafür nicht gekriegt. Auch jetzt hier nicht so langsam laufen. Ich will killen. Oh.
Oh, dieser Geruch. Riecht nach Forts. Lebendig verbrannt. Alter! Okay. Dafür, dass das Spiel ab 16 ist, geht schon wieder härter ab als erwartet. Aber das 16, was in meiner Jugend... Oh Gott! Ich kann nicht... Warum kann ich nicht? Ich will... Wer könnte das getan haben? Akima Tetsuzu. Ich sehe nichts. Diese Gefäße, da ist immer noch griechisches Feuer. Oh, sauber. Oh, oh, oh. Fledermaus töten. Ich will eine Fledermaus töten. Oh. Nimm das, Batman. Was spielst du für Handy-Apps? Clash of Clans? Gar nichts. Ich spiele auf dem Handy keine Spiele. Also, ihr seht, hier sind schon überall diese Dinger. Ich wette, gleich kommt ein kleiner Gegner. Ein kleiner, wahrscheinlich ein großer. Und dann muss ich dieses griechische Feuer benutzen, um die Leute zu killen. Ich spiele auf dem Handy wirklich gar nicht. Höchstens mal mit meinem Sohn auf seinem Kids-Tablet. Hier ist es. Oh nein, jetzt wird's mir an den Kragen gehen. Nee. Das sind Arschlöcher. Das ist kein übles Monster. Trinity, sie sind hier. Entdeckung! Ziel erfasst! Angriff! Die anderen Teams sind nicht in Position! Keine Zeit! Wir müssen. Na? Na nun, kommt, schließt euch rein! Schweißt euch rein, oh! Oh. Die machen das ja auch. Das ist ja frech. Ah, ist schon hin. Nochmal nachladen. Nochmal alle hier ausrauben. Jetzt geht's also anscheinend hier doch mal krass ab. Es wirkt alles gerade schon so Final-mäßig, aber ich fühl mich noch so mittendrin. Die anderen Teams haben mehr Kontakte gemeldet. Boah. Oh, oh, oh. Na los, guck nochmal. Ich verstehe nicht, warum das Fadenkreuz so dick sein muss. Oh! Arschloch. Irgendwo einen übersehen? Macht es Sinn, jetzt mit der AK durchzurennen? Ja, ne? Oh nein! Ich sehe nichts. Einfach mal knallhart da reinhalten. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Das ist ja heavy. Jetzt verreck doch mal, du. Die haben einfach... Oh, wow, 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 wo? Wo schießt der? Dann nehmen wir den Bogen, oder? Oh, da vorne, scheiße. Ich sehe keine Gegner da. Oh, nein. Vor, 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 vor. Ich muss mich heilen. Okay, alles gut. Oh, oh, oh. Oh, oh.
Ich brauche Muni, Alter. Die sind einfach viel zu krass geschützt, sind die. Ihr dürft mich gar nicht sehen. Hier ist alles nebelig, ihr Deppen. Wo sind sie? Ich muss Munition sammeln. Es wird echt langsam ein bisschen kritisch hier. In die Fresse. Oh, boah. Was schreibt er? Hab Battlefield 1 gerade gekauft. In 2 Stunden ist es fertig. Hilly, das sollst du doch nicht machen, wenn du es doch eh nicht spielst. Hast wohl doch Bock gekriegt, wa? Oh, aber jetzt sag nicht wieder, der Alex hat mich verleitet. So. Alter, das war gerade echt ein bisschen strange. Zumal, ich wollte eigentlich die Explosionsscheiße. Naja. Aber kannst du nicht auch so Pfeile machen? Ach, Truller. Irgendwie konnte ich doch auch so Pfeile machen. Egal, wir bleiben jetzt hierbei und wir wechseln auf die Explosionspfeile. Die sind einfach zu krass gepanzert, die Gegner. Finden Sie mit dem Atlas einen Weg aus dem Archiv. Schwefel. Hier kann alles in die Luft gehen. Oh nein. Sie weg. Muss noch hier sein. Ausgänge sicher. Oh, gleich muss ich tauchen, wa? Du bist immer schuld. Hab sie gefunden. Hier hoch. Joach, geschafft. Stopp! Das war's. Her mit dem Atlas. Wer ist das denn? Wie komme ich da weg? Was soll ich was drücken? Ah, sehr gut. Sauerstoff läuft. Atemgerät, das war's jetzt, ihr Deppen. Mit dem Atem kann unendlich lange unter Wasser bleiben. Alles cool. Projekt schreibt, Battlefield 4 war mein erstes richtiges Videospiel. Ach du Jemine. Ah ja, ich vergesse immer, wie jung du bist. Und bis heute noch mein Favoritengame. Bin ich hier eigentlich richtig gerade mit dem Weg? Ja, ne? Sieht gut aus. Das war ja jetzt gerade ein bisschen heavy, ne? Mit dem Feuer. Das hat mich so ein bisschen an True Lies erinnert. Falls ihr den Film kennt. Wo auch so unter dem Feuer so durchtauchen muss. Okay, das dürfte mein Ausgang sein. Oh Mann. Die Statue ist instabil. Wie es aussieht, muss ich griechisches Feuer benutzen. Jo, ich sehe es. Da vorne noch einen. Und dann muss da hinten noch einer hinkommen, oder? Reicht das schon? Ah ja. Nee, da hinten ist noch einer. Da muss ich also genau gucken, wie ich da... Ich will noch die restlichen Stützen beseitigen. Wie kommen die... Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Ja. Wow. Hier muss ich eine ganze Menge machen, ne? Oh, das war falsch. Ich habe schon wieder das Falsche gedrückt. War gar nicht gewollt. Ich will ja so erstmal die Wand zerreißen. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Oh, was war das denn? Was war das? Ich bin doch hier noch nicht fertig. Ich will doch da hinten hin. Es muss noch mehr Gefäße mit. Es gibt 2 Ausgänge. Ich kann einfach da lang gehen, oder? Nee, aber ich will dieses Rätsel fertig machen. Ich muss sie nur finden. Oh, was war das bloß gerade? Hier vorne sind die Gefäße. Ah, da kommt eins raus. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Es sind so viele. Und ziehen.
Ja. Und nun? Also holen wir noch eins raus. Kann ja nicht verkehrt sein. So. Hauen wir auch noch dran. Jetzt haben wir auf jeden Fall zwei Fässer dort oben dran. Jetzt muss ich echt mal gucken, wie das hier so weitergeht. Ich muss irgendwie diese Fässer jetzt da rüber kriegen. Wie kriege ich die da jetzt rüber? Hier gibt es ja nichts zum Verbinden. Ich müsste ja eigentlich nur den Scheiß jetzt irgendwie ziehen. Ja. Halb cool. Ha. Wie kriege ich jetzt hier dieses griechische Feuer rüber? Hier gibt es noch mehr zu tun. Ja. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Nein, wirst du nicht. Ich bin ja noch nicht fertig. Ich will jetzt wissen, wie ich da dieses Teil drüber kriege. Ne, das ziehen wir nochmal von der anderen Seite. Falls ihr eine Lösung habt für dieses tolle Rätsel, sagt's mir. Ich habe nämlich gerade keine Lösung. Jetzt hier nochmal ziehen, das... Ah, es ist drüben. Es ist drüben. Das war richtig. Ah, ich hätte es auch einfach da unten ablassen können. So. Nein! Nein, nein, nein! So, Hauptsache hoch. Das ist echt ein geiler Livestream von dir, Alex. Ja, vielen Dank, Mr. Feige. Ich, muss jetzt, glaube ich, da drüben hin, ne? Ja, wohl noch ein Gefäß. Sagt mir sogar das Spiel. Es ist auch ein mega geiles Spiel. Das darf man bitte nicht vergessen, ja? Wenn das Ausgangsmaterial gut ist. Also, wenn wir jetzt hier zum Beispiel Barbie-Ferien auf dem Bauernhof spielen würden, hätten wir... Oh! Was geht denn da oben ab? Oh, ich habe noch ein Lager gefunden. Nehmen wir auch wieder mit rein. Barbie-Ferien auf dem Bauernhof. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich unterhaltsam gestalten könnte, weil ich wahrscheinlich hier in einer Tour kotzen würde, außer ihr steht auf Kotzen. Dann, ja, gerne. Hm. Gewehrexperte, führen Sie eine Gewehrexekution auf kurze Distanz? Na klar. Immer schön in die Fresse reinbögen. So. Upgrade für die Waffen, für den Bogen gibt's schon wieder was. Was hat denn der Bogen? Der Bogen hat gar nichts. Will der mich verarschen? Ist doch... Voraussetzung Verfeinerungswerkzeug. Da fehlt ein Wildschwein für. Ich höre irgendwas. Ist egal. Was haben sie hier? Ah, hier. Rückstoßstabilität. Zack, ausgewählt. Für die Schrotflinte haben wir auch was. Und was haben wir da? Mehr Schaden. Zack, in die Fresse rein. Haben wir alles? Wir haben Inventar, ey. Die Pfeile, die gehen mir langsam auf den Sack. So, erstellt und weiter geht's. Wir machen Menschen kaputt. Oder meine Nerven, besser gesagt. Ich höre Ratten. Bitte bringt mir keine Ratten. Ich will jetzt eine Ratte töten. Oh, habt ihr das Funkeln gesehen? Zack. Ratte, 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 boom. Rattos Fleischos. Rattenbürger. Das ist ein verdammt guter Rattenbürger. Ja, ja, ich versuche doch schon zu kommen. Oh, da gibt es auch wieder Material. Wir müssen ja alles mitnehmen, was geht. Okay, da gibt es... Aha, yeah. Oh nein, ich werde sterben. Ich werde sterben, oder? Nein, komme ich da rüber? Na, okay, cool. Ich dachte, ich würde hier runtergespült werden. So. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Ja, ja, habe ich schon verstanden. Hier sollten wir vielleicht einfach mal aufsprengen, oder? Oh, das geht nicht. Ich brauche griechisches Feuer. Demolition Man. Ja, Demolition Man. Gestern habe ich mal... wie heißen sie denn? Shocking Hazard heißt das, glaube ich. Ein neues Videoformat von dem, Rapper. Jetzt hör doch mal auf. Musst du mir doch nicht immer sagen, Truller. Achso, vielleicht sollte ich einfach doch nochmal runter. Ah, und da aufmachen. Entschuldige, Truller. Shocking Hazard, eine neue
Sendung, die davon handelt, so... Oh, das wollte ich auch wieder nicht. Reicht. Von Actionfiguren, die man so sammeln kann. Und ihr wisst ja auch, ich bin so ein kranker Nerd, ja. Ich stehe ja total auf so Actionfiguren und so ein Kram. Und das ist so eine einstündige Sendung von Rockstar. Und ich habe vergessen, wie der andere Typ heißt. Dominic heißt der, aber nicht der Dominic Hammes von... Nee, da passiert nichts, ne? Nee, oh, Splittergranaten, bum. Dominic Hammes ist es nicht. Feuer fernhalten. Vielleicht kann ich es irgendwo befestigen. Ah, ja. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach ja, genau, eine einstündige Sendung darüber, über Actionfiguren. Mehr ist es gar nicht, ne? Über Sammelleidenschaft und so weiter und so fort. Und dann habe ich gestern auf kuschelmuschel.de, müsst ihr euch mal echt angucken, das ist ein Laden irgendwo in Hesse und der verkauft halt gebrauchte Actionfiguren. Da habe ich ohne Scheiß 2 Stunden lang mir die Internetseite von kuschelmuschel.de angeguckt und war total fasziniert. So, jetzt kriegt die Kurve und zack. So, schön. Ja. Wir haben das Rätsel gelöst. War jetzt nicht so bockschwer, ne? Zack, boom. Müsst ihr echt mal gucken, die Seite ist unglaublich geil. kuschelmuschel.de. Hammerseite. Ihr habt lange nicht mehr so eine krass geile Dings gesehen. Programmierte Seite, ich schwör's euch. Oh, lauf, Lara, da war aber noch Geld. Oh, die schießen alle dieses griechische Feuer in den Pfeilen. Also haben sie schon. Oh. Hoch, Lara. Lauf, Lara! Nein. Ah, geht doch. Alles gut. Ah, rüber. Und da habe ich mir, also das wollte ich ja noch zu Ende erzählen, da habe ich mir Demolition Man Actionfiguren angeguckt. Und die sind teilweise echt ganz schön geil. Oh, daneben gesprungen. Oh, ich bin abgerutscht. Oh, Lara ist tot. Ich setze mich nochmal anders hin, liebe Kinders. Kuschelmuschel.de. Das ist eine Seite, die kann man gar nicht mehr vergessen in seinem Leben. So ein bisschen rüber und jetzt machen wir es gerade hier. Höp. Willst du mich eigentlich rollen, Lara? Willst du mich rollen? Das war akkurat. Akkurat. Oh Gott. Die schießen mir doch gleich nochmal was weg. Kuschelmuschel. Ah. Halt dich von den Fässern fern. Oh nein, das war gewollt. Und ich habe halt überlegt, Demolition Man Figuren auch zu kaufen und meinem Bruder, der feiert den Film genauso wie ich, zu schenken. Ich bin draußen. Lara, Gott sei Dank, es geht Ihnen gut. Bringen Sie den Atlas zu mir in unser Observatorium in den Bergen. Ja, der gehört doch sicher dazu. Wenn er sagt, bringen Sie mir den Atlas. Das ist doch sicher auch so ein Hundesohn. Hier glänzt gar nicht. So unter Wasser großartig was finden geht gar nicht. Wenn ich auf WWE gehe, steht da Baustelle.
Wenn du auf WWE-Figuren stehst, die kriegst du auch bei Kuschelmuschel. Also ich krieg kein Geld dafür, dass ich das jetzt sage. Ich finde aber die Seite großartig und solche Seiten müssen einfach unterstützt werden. Und ich will unbedingt zu diesem Laden, der irgendwo in der Nähe von Darmstadt ist, da will ich unbedingt mal hin, aber es sind von mir aus hier über 300 Kilometer, das nur um Actionfiguren zu kaufen. Meine Frau würde mich umbringen, wenn die das mitkriegt. Dann muss ich aber unbedingt mal hin. Und was ich mir jetzt demnächst kaufen werde, nee, das Spiel hatte ich damals für Super Nintendo, nicht für N64. Demolition Man gab es, glaube ich, auch nur wirklich nur für Super Nintendo, nicht N64 wäre mir neu. Da gab es GoldenEye und sowas, aber nicht Demolition Man. Vollautomatische Schrotflinte. Dies erinnert an den Aufbau einer großen Stadt. Nee, Price Clutch, das lese ich nicht vor, das ist mir zu platt. Hier geht's aber auch nicht rein. Lara! Lara! Bist du da oben? Jonah, bist du das? Kleiner Vogel! Ah. Du bist am Leben! Der Dicke vom Anfang! Mein Gott! Jonah, was machst du hier? Wo bist du? Ich bin hier oben in einer Art Festung. Du kannst Jacob dafür danken. Seine Leute haben mich halbtot in der Tundra aufgelesen. Ich kann's nicht glauben. Du bist mir gefolgt. Ist das so schwer zu glauben? Ich sagte doch, ich halte dir den Rücken frei. Ich konnte dich nicht im Stich lassen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Bleib einfach, wo du bist. Genau das hatte ich vor. Sei bloß vorsichtig. Dann kommst du vorher bei mir vorbei. Genau, ihr Lieben. Komm ich bei dir vorbei, dann fahren wir beide in die Kuschelmuschel. Ja, dafür, ohne Scheiß, da werde ich mir erstmal 500 Euro beiseite legen. Und mit den 500 Tacos dann in die Kuschelmuschel und dann wird da eingekauft. Natürlich muss der Sprit davon auch finanziert werden. Oh, ist das schön hier. Guck doch mal, das schöne Feuer da hinten. Oh. Heute, wie gesagt, wir überziehen heute ein klitzekleines bisschen, weil ich einfach Bock habe. Ja. Oh, ist das Gegner? Nee, ist kein Gegner. Ich habe aber heute echt Bock. Lara, gut, dass Sie noch bei uns sind. Die Eindringlinge sind über das ganze Tal verteilt. Aber wir drängen sie zurück, wo wir können. Wir können ihre Hilfe immer brauchen. Wir wissen, dass wir ihnen vertrauen können. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Oh, hier, guck mal, hier ist aber das. Wir machen. Also so ein Grab machen wir. Wo ist das? Da vorne. Ohne Scheiß, ey. Grab wird mitgemacht. So. Wie, das ist im Wasser? Hä? Hier soll doch der Eingang sein. Willst du mich verarschen? Oder ist da das Grab und ich muss... Nee. Oder ist es ganz unten? Wie komme ich denn da... ja, machen wir es so. Was haben wir da oben noch? Nee, Digga, ich will aber auch erstmal gucken, was da oben ist, aber... Kann ich es wagen, da einfach so rüber zu jumpen? Oh, ich sterbe doch gerade. Also Price Clutch, ich will ja jetzt nichts sagen, ne? Aber wie sieht das aus, wenn zwei über 30-Jährige mit, ich weiß, du bist noch unter 18, ja? Alleine durch die Gegend fahren, um nach Darmstadt zu kommen. Meinst du denn nicht, dass das so ein bisschen, na, wie sage ich denn? Oh, das muss ich echt mit einem Pfeil machen, ne? Ja. Dass das so ein bisschen katholische Kirche mäßig aussieht. Also, ne? Das ist ja... Also ich meine, du wohnst schon in Köln. Ja? Oh, das war's schon. Teddybär. What's wrong, Teddybär? Also ich glaube, das kommt halt nicht gut. Ja, wenn zwei ältere Herren mit einem... Ich weiß nicht mehr. So Verkehr in Darmstadt. Das kommt halt nicht gut. Ah, da müssen wir uns mit deinen Eltern rumschlagen, mit dem Jugendamt. Das läuft nicht. Oh Mann, da kriegen wir nur Ärger. Weißt du, wenn du 18 bist, dann treffen wir uns in der Kuschelmuschel, okay? Ich bin dann der Typ mit der roten Rose am Revers. Und du hast dann bitte eine blaue. Oh Gott.
Oh, Hilly, hilf! Hilly, hilf mir! Oh. Ah, hier ist der Eingang. Oh, ich geh kaputt. Oh. Wir haben vorhin noch über Pädophile gesprochen. Ich sollte vielleicht so einen Warnhinweis hier vor meine Videos packen. Entschuldigen Sie bitte, aber die Videos könnten pädophile Äußerungen beinhalten. Nicht für Kinder unter 3 Jahren oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ach so. Oh, ich habe vergessen, schnell zu schwimmen. Komm, Lara, Vollgas. Habe ich schon mal erwähnt, eigentlich in irgendeinem Video, ich weiß nicht wieso, wie toll die Haare animiert sind? Ich glaube schon. Unbekanntes Gebiet, optionales Herausforderungsgrab. Da musst du alleine durch. Hilly! Hilly! Der Price Clutch will mit uns kuscheln, das geht nicht. Wissen wir schon, wenn wir den Namen Alex und Netter sehen. Ja, das stimmt. 3 X stehen für sexy. Okay, es gibt hier einen Strudel. Da können wir wohl verrecken. Aha, es gibt hier ein Band. Aha, aha, aha. Hoch, da wollte ich gerade gar nicht drauf drücken. Okay, wie läuft das hier? Okay, ich denke erstmal hier über die Büsche. Und tot. Da wollte ich doch gar nicht hin, du. Alex, das mit den Haaren sagst du alle 2 Minuten. Das war ein Running Gag. Ist ja nichts gegen das Alter, aber irgendwann wird es einfach komisch. Ja, ich sag's dir. Ich will hier nicht runtergeblasen werden. So, läuft. Hä? Ach so, zum Seil zurückschwingen, bla. Ja. Ich stehe eigentlich auf diese Gräber. Aber manchmal bin ich auch total genervt von denen, weil man... Schriftrollenbehälter, verziert mit Elfenbein und Edelsteinen. Weil man... Na, müssen wir reingucken, ne? Nee. Interessant. Ah. Er wurde mit einem festen Lederriemen versehen und diente zur Aufbewahrung von Pflanzen. Mhm, danke. Hilft aber auch nichts. Ein Grab, perfekt. Ein Grab, ein Basislager. Ich muss ganz kurz mal dem Halunken gratulieren. Der war heute nämlich auf einem absolute Beginner-Konzert und da waren dann auch Torch und Afrop und was hat er noch geschrieben, wer noch am Start war? Ja, nee, Afrop und Torch waren am Start. Finde ich cool. Das kennt ja die alte oder die neue Generation da draußen so gut wie gar nicht. Pistolenexperte, Waffenexperte, verdienen Sie Bonus-EP, indem Sie Kopftreffer, lautlose Kills und Tod von oben jetzt erfolgreich verketten. Und hier hatten wir Volltreffer, ein Kopftreffer, Anzeige erscheint über den Kopf eines Feindes, wenn dieser erfolgreich anvisiert wurde. Ja, perfekt, nehmen wir. Wir kaufen uns glücklich bei der Kuschelmuschel, wir haben... Ja, schon 24 Uhr. Ach du Kacke. Ja, lieber Price Clutch, es ist leider schon so spät. Für alle da draußen, wenn ihr schlafen müsst. Wir haben es 0.10 Uhr. Ihr könnt den Rest auch gerne morgen auf meinem Kanal einfach weitergucken. Viel Spaß dabei. Ich möchte nicht, dass ihr Ärger bekommt. Oh, 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 oh. Hier kann man die so auslösen. Zack. Das hätte mir den Anus gefändet. Hoch oder runter? Oh, Kiste. Elfenbeingefäß. Es wurde wohl aus einem einzigen Stoßzahn geschnitzt. Oh, hier vielleicht auch sehr, behalten, sehr schön. Oh, da ist der Stoßzahn im Arsch. Der Schnitzerei ist beeindruckend. Muss ich auch sagen. Wenn man es ganz schnell dreht, dann sieht man, wie der Kopf hier... Hallo? So. Hoch oder runter? Wo muss ich hin? Das war der Falsche. Bombe. Das war der Falsche. Was macht sie gerade? Nichts. Stell mal ein paar Bomben her. Jetzt ist voll. Nee, ich gucke noch bis zum Ende. Mr. Feige, Sie machen es richtig. Ich will aber auch nicht, echt nicht, dass ihr morgen verschlaft, ihr süßen kleinen Häschen, die mit uns gerne nach Darmstadt wollen. Oh Gott! Das Blut unserer Kinder fließt in das Tal. Wir leben. Aber womit? Unsere Stadt ist begraben. Unsere Söhne und Töchter ermordet. Lässt uns der Mut weitermachen? Oder der Wahn? Die Gefallenen haben jetzt Frieden. Wann finden wir ihn? Ich muss aber auch bald mal pinkeln. Ohne Scheiß. Also,
Wir gucken einfach, wie lange das hier geht, Kinders. Wir gucken einfach. Das habe ich aufgenommen. Das geht an die Polizei. Anzeige ist raus. Danke sehr. Hier geht es irgendwie nicht weiter. Ist ja interessant. Oder kann sie hier irgendwo durch? Ah, da kann sie durch. Das ist ein Badehaus. Ja, aber der da unten sieht nicht so badig aus. Rein mit dir! Wurde es absichtlich geflutet? Aha. Es muss ein Weg da reingehen. Da muss ich hin, alles klar. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir benutzen das Schiffchen hier. Ziehen uns ein bisschen ran. Hallo? Wo ist denn die Achso, Ne. Boot fahren. Ne. Boot fahren. Und loslassen. Loslassen, Lara, danke. Jetzt vorne das Seil. Oder kann ich einfach so hier machen? Dann müsste ja doch eigentlich das nächste Seil akzeptiert werden. Ich frage mich nur gerade, was da drüben sein soll. Warum ist hier auch ein Bötchen? Geht's da irgendwo hoch? Au! Das ist interessant. Mal hier rein. Und nochmal wickeln. Hallo, wickeln. So, stopp. Loslassen, Lara. Und hier mal testen, ob man... Oh, das geht nicht, Lara. Das kannst du nicht. Kann man hier tauchen? Gibt's hier unten was Cooles? Was man sich angucken sollte? Ah, da unten ist wieder so Feuer. Das kann ich sicher sprengen. Nee, da hätte ich einfach nur mal hier schießen müssen. Ach nee, die Dings sind ja bis jetzt auch immer tiefer. Lara, kannst du da mal runtertauchen? Warum geht denn das nicht? Nee, Alunka hat nicht Geburtstag. Ich wollte ihn dazu gratulieren, hier mal die alten Hip-Hop-Stars einfach mal wieder zu sehen. Das ist also nicht gratulieren, sondern ich bin einfach begeistert. Entschuldigung. Weil anfangs hatte er sich auch so gedacht, ah, vielleicht wird es nicht so geil, weil das neue Beginner-Album, ein paar Songs waren okay, aber es ist doch irgendwie wie nicht so... So viele Tote. Was ist hier passiert? Oh, was haben wir denn da schon? Ein Zeichen von Gewalt. Es ist doch nicht vergleichbar mit diesem Hype von früher. Wisst ihr, was ich meine? Es hat sich halt doch viel verändert. Alunka hat noch nicht Geburtstag. Nee, das dauert. Ich habe mich nur falsch ausgedrückt. Das passiert mir doch hier permanent. Guck mal, ich laber seit 2 Stunden und 13 Minuten. Was erwartest du? Keine Qualität, hoffe ich. Qualität war gestern. So, okay. Was haben wir denn da? Okay, da kann ich nichts machen. Ach, einfach mal runter ins Wasser. Also hier haben wir eine Seilwinde, die sehe ich. So, wir müssen irgendwie das Wasser ablassen, oder bin ich blöd? Das geht nicht. So, mal runter. Ah, hier. Muss ich irgendwas lösen erstmal. Nee, kann ich nichts lösen. Unlösable. Fucky the fuck fuck. Was haben wir hier? Da sind irgendwelche... Seile, an denen kann man sicher auch nichts machen. Weil, da ist doch was zum... Zieh. Nee, das geht nicht so. In deine Kanaldiskussion wurde das letzte Mal vor 2 Jahren geschrieben. Wer schreibt überhaupt in Kanaldiskussionen? Drücken Sie zum Verschießen des Seils. Linke Maustaste. Wie kriegen wir das hier hoch? Gibt's hier irgendwas, um den Wasserstand abzulassen? Und warum kann ich nicht tiefer tauchen? Tiefer geht nicht. Egal, was ich drücke. Als ich loskomme, so. Das finde ich irgendwie merkwürdig. Es muss doch tiefer gehen. Hier sind die Bänder. Die muss man irgendwie hochkriegen.
Oder einfach hier. Kann ich... Versuchen wir es mal mit dem Brandpfeil. Ach, falsch hier. Das habe ich gesucht. Hm, da tut sich auch nichts. Irgendwas läuft hier nicht. Ich muss das ziehen. Damit die Teile aufgehen. Dafür brauche ich da unten die Rolle. Damit hier der Wasserstand sinkt. Hier ist doch irgendwas im Busch. Ich gehe doch hier nicht weiter. Hm. Mit dem Abfluss verbunden sein. Könnte mit der... Ja, das ist mir schon bewusst. Da will ich hin. Kann ich hier hoch? Eben stand sie doch da drauf. Hier komme ich ja jetzt auch nicht rüber. Nee, komme ich nicht. Das heißt, das Rätsel muss ich hier lösen. Aber wie? Wie löse ich das hier? Kann ich irgendwie hier was ziehen? Oh, fuck! Alter, ich raste. Oh. Geschafft. Reicht das? Oh, ich bin so klug. K-L-U-K. So. Oh. Oh nein, der Wasserstand steigt. Ich muss nochmal ziehen. Wir warten. Und. Oh. Da. Ja. Endlich. Mein Gott, Willi. Was war denn das hier? Hä? Was war denn das? Jetzt gucken wir mal hier durch. So. Jetzt kommen wir da drüben hin. Okay. Nächstes Rätsel. Okay, hier haben wir wieder so ein Teil. Diesmal machen wir es ganz einfach. Wir ziehen einfach als allererstes volles Brikett. Weil es kann ja nur wieder was sein, wenn das Wasser draußen ist. Die Entwickler sind da doch eigentlich nicht so pfiffig, dass sie so viel Veränderung reinbringen. Was ich ja komisch finde, ist, dass das Gras auch mit ab... Also mit sinkt. Was soll denn der Blödsinn? So, haben wir hier irgendwo was zum Festbinden? Ich sehe nicht zum Festbinden. Cinderella. Was soll denn das hier? Mal hier oben gucken. Oh, fuck. Kann es sein, dass ich... Nee, das ist auch falsch. Schnell nochmal hier durch. Vielleicht brauche ich jetzt ein Boot hier vorne. Um das irgendwie... Aber ich verstehe es gerade nicht. Nochmal hier unten gucken. Habe ich irgendwas übersehen? Was haben wir denn da vorne? Ne, da bin ich ja gerade hergekommen. Scheiße. Was ist jetzt hier das Dilemma? Also, Ziel ist es doch sicher, jetzt hier alles... also komplett das Wasser hier irgendwie wegzukriegen. Das ist Ziel. So. Dass es aber auch so schnell nachfließt, ne? Was soll denn das? So. Steigt das Wasser wieder. Das heißt hier, da muss man schnell rüber und dann... Vielleicht doch hier das Boot hinpacken und von dem Boot aus... Ich glaube, ich hab's. Komm, lass mich nochmal hier. Steigwasser. Ich habe am 26.03. nicht vergessen. In deinem Kanal. Ich jetzt gleich. Achso, hast du dir notiert? Nee, habe ich nicht notiert, Hilly. Habe ich nicht. Es tut mir unfassbar leid. Habe ich nicht notiert. Da bin ich ein Unmensch. Kennst mich doch. Ich glaube, ich muss das so machen.
Und dann das Boot sozusagen als, ja, zum Aufhalten des Wasserstands benutzen. So, hier hin. Damit ich dann hier so durchnatzen kann, wenn der Wasserstand sinkt. Das testen wir jetzt. So ist meine Vermutung. Also notiert euch bitte alle, am 26.03. hat der Hillbilly Geburtstag und er wünscht sich Titanfall. Hey, nochmal komplett abziehen hier. Was soll denn das? So, jetzt haben wir es relativ kurz trocken. So, hopp. Alle. Na los, auf das Schiff. Oh, fuck. Hat so nicht geklappt. Es tut mir leid. Es klappt so nicht. Aber das macht doch Sinn. Was war denn das gerade? Das macht doch Sinn. Warum geht das nicht? Was soll ich denn sonst machen? Fuck. Mir riecht dein WhatsApp-Gewitter an Nachrichten. Nee. Jetzt hoch mit dir hier. Ich verstehe das Rätsel. Eigentlich. Was will nicht so, wie ich will? Das Wasser ablassen. Rüber auf das Schiff. Festmachen hier an dem Ding. Dann kann ich es nämlich fest... Ich hab's. Hallo? Oh, jetzt sag nicht, ich bugge hier. Haha! War doch richtig gedacht. Da. Das war der letzte. Na. Zurechtgelegt. Ein Massengrab. Na. Aber auch krass, dass er nicht einfach runtertauchen kann, ne? Und unter Wasser einfach mal gegen solche Fässer schießen kann. Boah, das war schon vom Rätselfaktor her schwieriger, muss ich sagen. Ein alter Kodex. Der hier scheint ein Handbuch fürs Bergsteigen zu sein. Oh, lies mal vor. Klettern auf Stein- und Eisoberflächen ist erheblich schneller. Danke sehr. Grab abgeschlossen. Bäder von Kitsch. So. Okay. Das war geil. Also das war ein echt geiles Rätsel. Hat mir Spaß gemacht, auch wenn ich zwischenzeitlich kurz genervt war. Hilly, wenn du es ganz brutal haben willst mit deinen WhatsApp-Anrufen und so weiter, dann musst du... Suchen Sie den Schuppen auf, um Gegenstände... Ja, mit den Münzen zu bezahlen. Ja, da muss ich noch hin. Muss ich da. Da musst du die Nummer jetzt ganz krass bei Tinder posten oder so. Oder hier. Ah, hier haben wir wieder was. Wir können unsere Kinder nicht unter der Sonne verfaulen lassen. Aber es sind zu viele Gräber zu graben und die Erde ist hart. Wozu bräuchten wir jetzt noch Freizeit? Dieser Ort wird, wie so viele andere, nie wieder vor Lachen widerhallen. Wir haben die ganze Welt zum Grab gemacht. Die Toten sollen ruhen. Das schulden wir ihnen. Der Price Clutch hat einen Kanalkommentar hinterlassen. Ein Skandal.
Komm, Hilly, wenn du Eier hast. Hilly, wenn du Eier hast, ne, leg's los. So, hier oben war nichts, ne? Ne, da war nichts, da war nichts. So. Ja, das war ein geiles Grab, muss ich echt sagen. Fordernd, aber machbar. Man hat es dann doch gut durchschaut. Schwimmen, kleine Lara, schwimmen. Hä? Nee, du musst runter. Hab schon 40% gedownloadet bei Battlefield. Ja, du 100.000er Leitungs-Otto. Mach doch mal einen Livestream. Hier war der Bär. Hier war der Bär los. Da hinten gibt's noch, hier brauchen wir. Ja, los, Minecraft! Oh, nicht mehr. Alles voll. Ding, 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 ding. So, da bin ich wieder. Da hinten geht's weiter, wo ich hin soll. Was waren wir hier? Oh, schon wieder ein Krypta-Eingang. Ich weiß nicht, mache ich den Krypta-Eingang? Ah, nee, Krypta-Schätze, kommt, Leute. Obwohl, die bringen mich ja mit meinem Charakter auch weiter, aber wir wollen ja auch jetzt langsam mal die Story weiter erfahren, ne? Also, komm, wir haben jetzt den einen gemacht. Ey, Hasilein! Hasilein, komm da raus. Wo bist du, Bugs Bunny? Oh, fuck. Oh, fuck. Kann ja noch nicht mal einen Karnickel töten. Der Vendetta. Oh, wir sind mal wieder im Dorf. Hier oben, das hatte ich zum Beispiel auch noch nicht lesen können. Mal gucken, ob ich es jetzt kann. Jetzt kann ich es lesen. Ja. Und es deutet irgendwo hin. Münzverstecke entdeckt. Ich sehe keine Münzverstecke. Gib mir deinen Helm. Da oben waren wir. Geile Scheiße. So, jetzt bin ich gespannt. Oh, hallo? Nein. Jetzt bin ich gespannt. Wir gehen jetzt zu Jacob. Und bringen jetzt Atlas. Und jetzt bin ich echt gespannt. Werde ich wieder hereingelegt? Ist Jacob ein fiese Möb? Oder ein guter? Ah, hier hinten muss ich das mal hin. Hä? Von da kam ich doch gerade. Ich erinnere mich, als ich hier das erste Mal in diesem Lager war. Da war... Oh, ich sehe gerade noch eine Zielscheibe. Die muss mitgenommen werden. Zack, da ist sie. 5 von 8. Ah, es fehlen immer noch ein paar. Das ärgert mich. Waren hier nicht auch noch ein paar mehr? Egal jetzt. Hier war irgendwo so ein Kaninchen, was ich noch befreien musste. Was ich nicht getan hatte. Hier. Weil ich da das Messer noch nicht hatte. Und eine Sekunde später hatte ich es auch irgendwie. Zack. Kein Nickel. 4 von 6. Das hatte ich aber doch gelesen, oder bin ich blöd? Gucken wir mal. Hier ist eure heutige Lektion. Bringt mir ein Tier mit Federn. Die Vögel in unserem Tal fliegen meist am Tag und nisten in der Dunkelheit. Weiter entfernt gibt es auch Möwen und andere Arten. Diese Vögel wären für die heutige Lektion ausreichend. Wenn auch die faule Lösung. Die Ehrgeizigen unter euch sollten sich zwischen Morgen- und Abenddämmerung in die hohen Lagen begeben. Ein Bussard würde mich schwer beeindrucken. Und bevor ihr fragt, die Hühner in unseren Dörfern kamen mit unseren Vorfahren her. Mit einem zahmen Vogel vom Hof eurer Mutter erfüllt ihr die Aufgabe also nicht. Aha. Ich weiß mal nicht, was das soll. Warum zeigt der hier gerade noch irgendwas an? Es leuchtet so, das Ding, aber... Macht doch alles keinen Sinn. Ja, von hier bin ich doch gekommen. Oh, ach, scheiße. Hier geht's auch noch hoch. Das ist mir neu. Obwohl, nee, das kommt mir doch wieder bekannt vor. Aber ich meine, das sieht hier alles gleich aus. Schnee, Wald, Hülle. Hier super versteckt, nichts drin. Okay. Kann den Kryptawegweiser, kann ich mal entfernen.
Das ist doch schon abgeschlossen. Was soll denn das? Kann ich nicht entfernen. Naja, gut, okay, dann leck mich im Arsch. Pjung. Ich gehe hier rum, weil ich es einfach schöner finde. Agios, oh. Orpheus. Agios, Orpheus. Respekt zollen. Agios, Athanatos. Eleison, Imas. Eleison. Agios, Orpheus. Agios, Orpheus. Agios, Athanatos. Eleison, Imas. Das ist so eine Art Easter Egg, ja? Hier wird. Agios, Orpheus. Agios, Orpheus. Agios, Athanatos. Eleison. Ah, schon mal ein Säugling gekillt. Spiel endlich. Okay, das war's schon. Weißt du, was wir mal versuchen? Feuer. Dein Feuer verbrennt mich. Das interessiert keinen. Naja, gut, dann nicht. Ich hielt es für eine coole Idee. Oh, auch voll. Giftpfeile, auch voll. Alles klar. Oh, wieder ein Lager. Ey, es gibt aber auch viele Lager hier. Ist das mein Kumpel? Das ist mein Kumpel, ne? Ja. Erst ans Lager. Oh. Langsam werde ich platt. Anders hat Trinity echt vom Spielen. Unter der Kathedrale angegriffen. Könnten das die Unsterblichen sein, die Sophia erwähnte? Und wenn ja, welche Rolle spielen sie bei all dem? Ich habe so viele Fragen. Aber im Moment bin ich nur erleichtert. Jonah lebt. Ich hätte wissen müssen, dass er mich suchen kommt. Und Gott sei Dank fanden ihn Jacobs Leute, bevor er Trinity in die Arme gelaufen ist. Ich wollte nicht, dass er sich auch in Gefahr bringt. Aber ich muss zugeben, ich bin froh, dass er hier ist. Habe ich jetzt schon den krassen Bogen hier zusammen? Fehlen 2 von 4, okay. Gucken wir mal, was wir bei der Schotti machen können oder lieber bei dem Haken. Was haben wir denn da noch? Da können wir Griff mit Schlaufe, mit maßgefertigten Griffumwicklung erlaubt annähernd, sofortiges Aufstemmen von Türen und Truhen. Das will ich haben. Zack, boom, auf. Wann kommt deine Room-Tür, Tour? Wir sind jetzt bei 855 Abonnenten. Ich denke, also wenn ich echt mit allem durch bin und so, vielleicht sind wir ja da bei 888. Aber das ist so Nazi-mäßig. Also, ich habe ihn und bin bald da. Ja, bei 900. Auf. Wir warten auf Sie. So. Oh, cool. Einfach nur noch aufschießen. Das Schaft eines alten Dolches. Wurde wohl aus Knochen geschnitzt. Die Klinge fehlt schon lange. Scheint ein Oberschenkelknochen zu sein. Nahezu sicher von einem Menschen. Vielleicht ist es eine Art rituelles Objekt. Und wenn, dann ist es auch keine Roomtour, sondern es wird ja eine komplette Haustour. Oh, hey. Du siehst furchtbar aus. Furchtbar und glücklich. Ich hatte recht, Jonah. Dad hatte recht. Die göttliche Quelle ist echt. Ich wünschte, er könnte das selbst sehen. Er wäre stolz auf dich. Sophia hat mir erzählt, was du für Erfolg getan hast. Lara, schön dich zu sehen, Sophia. Jacob wartet im Observatorium auf dich. Also machen wir hier Roomtour und dann will ich auch jeden Room einzeln so als Video machen. Ja? Zum Beispiel im Wohnzimmer werde ich wahrscheinlich 10 Videos machen und alleine nur über meine DVD-Sammlung reden. Da müssen alle Filme durchgekaut werden. Sollte ich sowieso mal das Format aufnehmen. Vendetta redet über alle DVD-Filme, die er hat. Das wird ein ellenlanges Video. Die Gründer von Kitesh waren geschickte Handwerker. Und hier betrachteten sie den Atlas. Da.
Jonah, probier die Ketten aus. Okay. Ist also eine Karte der Atlas. Ja, natürlich, Nacktbilder im Pool wird es auch geben. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, auf der Facebook-Seite von Alex Vendetta, also mir, gibt es sehr coole Pool-Videos wie Juni, mein Pool putzt. Wie uralte Blaupausen. Ganz genau. Alles strahlt aus von diesem Punkt. Das Zentrum der Stadt liegt also unter dem See. Wir müssen den See trockenlegen, mit einem Teelöffel. Irgendwas stimmt nicht. Die Kathedrale, wo der Atlas war, ist auf der falschen Seite der Karte. Genau. Geh noch etwas weiter. Dieser Alex Vendetta-Moment. Wenn Lara endlich die Karte entdeckt. Halt! Das reicht. Die Tesh liegt nicht unter dem See, sondern unter dem Gletscher. Die göttliche Quelle muss dort sein. Also wieder zurück ins Eis. Kommen wir durch das ganze Eis. Mit griechischem Feuer. Warte. Dieser Pfad hier führt in die Stadt. Die Kathedrale ist dort und der Turm auf der anderen Seite. Aber die haben das Fehler gemacht. Der Eingang von Ketesh befindet sich hier. Das Licht kommt von oben. Der Eingang von Ketesh ist hier. Hier sieht man das jetzt auch. Die Lichtstrahlen sind auf ihrem Körper, aber eben gerade waren die nicht da, als sie durchgingen. Entschuldigt. Dieser Vendetta-Moment, wenn man hustet. Ach so, Fotzen. Nicht. Alles machen sie kaputt. Gerade diesen romantischen Moment hier Oh. Los, Lara, hoch mit dir. Sie ist es. Tötet sie. Lara, nimm meine Hand. Na los, Jonah. Ist das angepeilt an Jonah Hill? Nur halt in farbig. Oh nein, sie haben Jonah geklaut. Jetzt haben sie Jonah entführt. Es hört einfach nicht auf. Es hört nicht auf, die Pechsträhne. Liegt sicher an ihrem Outfit. Oh nein. Wir haben nicht viel Zeit. Es wird nicht lange dauern, bis Trinity die Position der Quelle entdeckt. Aber ich muss sofort zu Jonah. Auch wenn sie dadurch die Wahrheit aufgeben, deretwegen sie hier sind. Er hat sein Leben riskiert, um mich zu finden. Ich habe ihn fast schon einmal verloren. Das reicht. Dann gehen Sie. Tun Sie Ihre Pflicht. Er wird geheilt. Und ich gehe jetzt Jonah retten. Uts, 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 uts. Komplettes Vendetta-Programm. Brauche ich aber zwei Knacken. Oh, 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 oh. Jetzt kommt wieder dieser Break. Das ist total nervig. Ich nehme ja mit 60 FPS auf, beziehungsweise streame mit 60 FPS. Aber die Videos, also reine wirkliche Videos, sind bei 30 FPS. Fuckt mich das ab. Konsolenkacke. Ey, was soll denn das Video? Oh, ich glaube, das... Falls Jonah noch lebt, halten sie ihn bestimmt im alten Sowjet-Gulag fest. Diesen furchtbaren Ort wollte ich nie wiedersehen. Aber ich kann ihn jetzt nicht in Trinitys Händen lassen. Nein. Ich glaube, das ist einfach nur eine Ladesequenz, die übersprungen wird mit dem Video. Ja, mehr wird es nicht sein. Jonah, halte durch. Sophia, bist du da? Lara, geht's dir gut? Ja, ich bin oben beim alten Kupferwerk über dem Gulag. Ich werde dort nach Jonah suchen. Ich kenne diesen Ort. Wir haben Waffen dort versteckt, als wir Trinity das erste Mal angegriffen haben. Könnten sich als nützlich erweisen. Danke, Sophia. Wir sehen uns, wenn ich wieder zurück bin. Kletterpfeile.
Schießen Sie Kletterpfeile, weiche Holzoberflächen, um neue Orte zu erreichen. Halten Sie linke Maustaste, bis der Schuss voll aufgeladen ist und feuern Sie. Wie krass ist das denn? Es kommt ja immer mehr hinzu. Langsam wird es mir sogar zu strange, bin ich ganz ehrlich. Was soll denn der Kack? Jetzt muss ich hier Kletterpfeile schießen. Ich glaube, ich raste. So, gehen wir erst nochmal ins Basislager. Ob mir die Punkte was gebracht haben? Ja klar, wieder neue Fähigkeitspunkte. Aber wenn Sie glauben, dass er etwas weiß, lassen Sie ihn vermutlich noch am Leben. Ich kann nur hoffen, dass Jonah durchhält, bis ich ihn finde. Ich muss ihn zurückholen. Ich lasse ihn hier nicht sterben. Halt tierische dich, Instinkte, zack. Ich finde dich. So. Also jetzt darf ich mir also so super mega tolle Pfeile schießen. Ah, so super mega tolle Pfeile. Zack. Zack. Wie, nur einen darf ich mir davon schießen? Also so, zack. Und nun? Okay, das war's schon. Noch mehr Propaganda. Kann ich das jetzt lesen? Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. Ah. Michi Feige, schlaf gut. Na, habe ich eigentlich hier echt alles abgegrast? Nein, habe ich nicht. Guck mal da hinten, ich Depp. Ich muss da echt nochmal hin. Ich nehme jetzt alles mit, wenn es geht, ne? Also wenn ich eh schon hier bin. Aha, eine Karte, die mir alles Wichtige zeigt. Ich bin sowieso nicht so dieser 100%-Spieler, ja? Das ist so eine Sache. Boah, wer da Bock drauf hat, gerne. Aber, oh, hier ist noch ein Soundgerät. Das nehmen wir auch noch mit. Aber Soundgeräte Lara. Sind wichtig. Lara. Ach, der hat sogar... Der hat ein Digitalgerät hier. Sprachgerät runtergeschmissen. Als ich das letzte Mal gesehen habe, warst du... Verdammt, Lara, sei nicht tot. Nach der Lawine kam ein kurzes Signal, ein kurzes Echo. Aber es muss deine Stimme gewesen sein. Ich bin mir ganz sicher. Ich weiß, du hast überlebt. Zumindest die Lawine. Seitdem kam kein Piep mehr. Aber ich versuch's weiter. Ich weiß, ich sollte mich in Sicherheit bringen, aber... Du hast echt geglaubt, dass ich dich hier lasse? Echt? Du solltest mich besser kennen. Das ist jetzt so ein bisschen strange, ne? Also klar, es soll jetzt so seine Geschichte erklären. Aber jetzt mal ohne Scheiß, ne? Was soll das? Das ist ja Müll. Also, der hat ja jetzt nicht aus dem Helikopter das Diktiergerät geschmissen, so damit ich das finden kann. Das ist ja schwach. Wow. Ach, da unten bin ich dann und muss ich mich den ganzen Scheißweg dann hochkämpfen, bis zu dieser Kuppel. Heftig. So, ich denke noch 17 Minuten, meine lieben Freunde, dann haben wir halt heute 3 Stunden. Ich hoffe, das kommt euch ganz gelegen. Reingehackt. Aber ich denke, dann haben wir auch echt einen guten Part heute hingelegt. Da geht's lang. Mal gucken, was wir in dieser Zeit noch schaffen. Ich will auch mal schlafen. Ja, Price. Ey, du wirst nicht gezwungen, hier zu gucken. Und nochmal ein Basislager gefunden. Oder hatten wir das schon? Ich spreche selten über deine Mutter, Lara. Aber du sollst wissen, dass sie dich in eurer kurzen Zeit über alles geliebt hat. Kann ich das jetzt abbreche und zurückgehen? Wir waren ein glückliches Trio. Ich versuch's mal. Nee. Schließen die Kletter. Tut mir leid, dann war der Text jetzt nicht weiter. Aber hier ist dieser Shop, zu dem ich sowieso mal wollte. Hey, und jetzt können wir kaufen. Zurück, wenn du noch mehr Gold hast. Ich 112. Ich glaube, sie sind uns noch nur... nicht auf der Spur, aber sei diskret, ja? Was ist das? Kommando-Outfit. Ein Outfit aus schwarzem Tanktop, Tarnhose und taktischer Ausrüstung. Outfits können in Basislagern gewechselt werden. Interessant. Oh, 175 Münzen, die spinnen doch. Was haben wir hier? Gewehr, Laser, Zielfernrohr. Rotpunkt-Laser, Zielfernrohr für höhere Präzision wird automatisch an alle Gewehre angebracht. Das ist schon mal geil. Aber hier, Gewehr-Granatenwerfer, schade, kann ich nicht.
Steigklemmenantrieb ermöglicht rasches Erklimmen von Seilen, halten sie an... Oh, das ist auch cool. Kostet nur 30. Und hier haben wir Pistolenschalldämpfer. Okay, also wir kaufen jetzt hier erstmal die Sachen ein und dann sparen wir. Dann muss ich nochmal irgendwann ganz viele Münzen sammeln, weil dafür brauche ich 175. Mein Gott. Aber ich will... Wo ist es denn da? Das für 30. Das sind 30 Münzen, ne? Das ist schon bitter. Aber dann kann ich einfach so drauf und... Ermöglicht rasches Erklimmen von Seilen, halte sie an Seilträgern. Ja, machen wir. Und dann haben wir hier noch den Schalldämpfer, den nehmen wir auch noch mit. Ja, doch, sonst machst du noch eine Game-Verlosung und ich will dich auf gar keinen Fall verpassen. Ich ärgere damit meine Freunde in der Schule und wenn ich sie dann verpasse, ärgere ich mich wieder zu Tode. Ja, vielleicht mache ich eine, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht bleibt es heute bei einem Spiel. Ich meine, ein 10-Euro-Spiel einfach mal zwischendurch bei so einem Part ist doch eigentlich eine nette Nummer. Ich muss mal kurz gucken, wie hoch ich komme. Ich komme bis dahin, okay. Das heißt, ich hau also hier einen Pfeil hin. So. Ah, fuck. Nochmal. Kann ich dann hier einen weiterschießen? Ah, geile, geile Scheiße. Echt mal. Das ist ja geil. Wo fehlt denn hier der Punkt, wo man hinballern muss, damit dieses Ding hier Sinn macht? Hallo? Hier ist nochmal ein Diktiergerät. Das nehmen wir auch nochmal mit. Ich weiß nicht, ob du mich hörst, Lara. Aber ich versuch's weiter. Irgendwas passiert da draußen. Ich bin auf einen Baum geklettert, um das Tal besser zu sehen. Das sind alte Gebäude und irgendwas ist los. Anscheinend haben sie Helikopter und bringen Ausrüstung rein. Es muss Trinity sein. Das ist die einzige Erklärung. Sie sind uns doch noch zuvor gekommen, was? Ich beobachte sie seit ein paar Stunden und mache Notizen über ihre Patrouillen. Mit dem richtigen Timing sollte ich vorbeikommen. Du warst immer besser bei sowas als ich. Wenn du da draußen bist und mich hörst, bitte, bitte sei vorsichtig. Ja, der schmeißt einfach, also aus seinem Gefängnis schmeißt er Diktiergeräte. Das ist eine strange Nummer. Oder gibt's da oben irgendwo was, wo... Von wo ich... nee. Der Hilly fragt, Price Clutch, was für ein Game willst du denn noch haben? Worauf wartest du denn noch? Ich glaube, bei den letzten Livestreams hast du doch, also echt, die meisten Games abgeräumt. Jetzt mal ohne Scheiß. Du hast doch sicher von allen Games so 80% oder sowas. Oh, hier ist wieder ein Überlebenskit. So, hier haben wir eine ein Rucksack. Im Rucksack sind doch immer so Waffendinger oder irgendwas drin, ne? Ist nur die Karte aktualisiert. Ich soll da weiter. Ich wollte aber kurz gucken, was hier ist. Hier ist gar nichts. Nö, hier ist auch nichts. Also rennen wir da auch weiter. Ne, da geht's auch nicht weiter. Nö. Ich muss Schutz suchen. Ja, der Typ hier ist schon voll abgefroren hier. Ja, jetzt komm. Lara, stell dich jetzt nicht so an. Nee, das war der eine, der hat Magicka und so bekommen. Hatte doch PC-Verbot, ja, stimmt. Aber was hast du? Du hast Orcs Must Die, du hast jetzt Insurgency. Was habe ich denn noch rausgehauen? Ich habe es jetzt vergessen. Also ich habe jetzt mindestens schon in dieser Reihe von Tomb Raider locker 10 oder 12 Spiele rausgehauen. Zweifeln dürfen, Dad. Oh, leise. Wieder 30 FPS, yay! Du mich am meisten brauchtest. Es tut mir leid. Ich beweise allen, dass du recht hattest, von Anfang an, dass es die Wahrheit war. Keine Ammenmärchen. Ich bringe es in Ordnung, Dad. Das schwöre ich. Lara, es ist Zeit. Jonah wartet. Jonah. Was meinst du, Billy? Ja, aber was wartest du noch? Battlefield oder bla bla bla? Hä? Verstehe ich nicht. Battlefield muss einer schreiben, wie Bett.
Für ihn ist heute Battlefield. Was haben wir denn hier Schönes? Da machen wir schon mal einen Pfeil rein. Da können wir dann nachher... Hallo, muss ich... Ah, jetzt hat's das. So. Ah, guck mal. Das ist wahrscheinlich, wenn man diese Fähigkeit für oben langspringen noch nicht hat, dann kann man da unten lang oder irgendwie was. Und dann hier unten hart sich das alles erklimmen. Also ein Battlefield verschenke ich definitiv nicht. Es sind schon eher kleine Indie-Games und so, die sich immer so zwischen 3 Euro und 10 Euro befinden. Ich habe aber auch Spiele. Ich habe vorhin in meine Liste geguckt, die haben weitaus höheren Wert. Also das ist, aber die haue ich heute auch echt nicht mehr raus. Da bin ich ganz ehrlich. Oh, was haben wir denn da? Wo kommen wir denn hier hin? Ah ne, das ist nur zum Ablassen. Okay, alles klar. Das ist dann für den Rück... Wow, 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 beinahe krepiert, Frau Croft. Oh mein Gott. Keine Ahnung, was ich spielen kann. Das ist eher schlecht für uns. Hey Leute, hört auf euch zu dissen. Aber du mit Insurgency hast du jetzt erstmal stundenlang... Kannst du da Online-Gefechte also spielen. Du hast Magicka, du hast Oxmaster... Nee, du hast Oxmaster, du hast nicht Magicka. Schon wieder. Uhu. Halt dich! Ja, du kannst gerne was wieder dazu steuern, wenn du willst, Hilly. Oh. Unglaublich. Hier, und das Video läuft wieder mit normaler. Die göttliche Quelle. Weil es Ingame-Grafik ist. Der alten Stadt, begraben unterm Eis. Dann ist es also soweit. Ich veranlasse die Ausgrabung und bereite die Transporte vor. Die Männer sind im Archiv auf die Unsterblichen getroffen. Das wird nicht einfach, Bruder. Der heilige Pfad soll nicht leicht zu beschreiten sein. Wissen die Männer, was sie dort erwartet? Nein. Aber sie sind bereit zu kämpfen und für die Sache zu sterben. Mehr müssen sie auch nicht tun. Konstantin. Wir stehen so kurz vor dem Ziel. Das ist erst der Anfang. Ich glaube, dass Trinity uns nur benutzt. Was, wenn sie dir die Quelle nicht überlassen wollen? Wir sollten uns vorbereiten. Hab nur Vertrauen. Ich wurde nicht von Trinity auserwählt. Wenn die Quelle erst mir gehört, ist es egal, was sie wollen. Ich führe dann Gottes unsterbliche Armee. Und du... Du wirst leben. Also haben wir bald unsterbliche Gegner. Krasser Scheiß. Konstantin, der Gefangene ist wach und kann jetzt befragt werden. Schon unterwegs. Also Hilly sagt, es bringt ja nichts, hier Spiele reinzuhauen und dann packt's der Rechner nicht. Hast du vollkommen recht, Hilly, aber wenn jemand sagt, Battlefield 4 war das erste eigene Videospiel, dann sollte sowas laufen. Eichhörnchen habe ich noch nicht, glaube ich. Oh. So, aber ja, oder Arma 3, ja, da braucht man schon einen starken Rechner für, keine Frage. Aber das ist ja dann halt auch nicht mein Problem. Das ist ja einfach dieses Giveaway, ja. Ich kann ja nur Spiele verschenken. Ich könnte ja auch Spiele für die Xbox verschenken. Ist halt nur ärgerlich, wenn jemand keine Xbox hat. Ich will doch keine Brandpfeile machen, ich will normale Pfeile machen. Halten wir die Augen offen. Erwarten wir Gefechte? Croft könnte versuchen, den Gefangenen zu retten. Die Zentrale will, dass alle wachsam sind. Warum töten Sie mich einfach? Er könnte noch etwas wissen, aber Konstantin wird das schon bald herausfinden. Huh!
Ja, wieder Pfeile. Oh. Was haben wir denn hier hinten? Was ist passiert? Der Truck war zu schwer. Ist das auch der Weg, wo ich lang muss? Ach, muss ich auch. Fällt wirklich alles auseinander. Sollen wir das melden? Nicht nötig. Alle packen zusammen und bereiten sich auf den Abzug vor. Gut. Haben wir endlich, was wir wollten? Schwer zu sagen. Konstantin hat nur befohlen, alles vorzubereiten. Und, haben wir alle? Zack. Alle drei erledigt. Mit richtig geilen Stealth-Angriff. Was noch 2 Minuten? Also der Stream läuft jetzt gerade 2:56. Das sind in meinen Augen noch 4. Hartes Stück Arbeit. Hab gehört, du musstest auch Einheimische töten. Ja, eine Art Sonnenkult. Das ist ihre Sorte. Unglaublich, dass Croft das überlebt hat. Tja, hat sie aber. Und jetzt ist sie unser Problem. Okay, puh. Keine Überlebenden. Okay, da hinten geht's weiter. Ich hätte also auch von hier killen können. Da leuchtet noch was. Was ist, könnte das sein? Ist kein Überlebensgrab. Okay. Breitblattkletterpfeil. Schießerkletter. Achso, ja, doch, das hatten wir ja. Machen wir mal dahin. Das müsste eigentlich passen. Was ist dort passiert? Die Brücke ist eingestürzt. Sieht aus, als müssten wir den Rest der Fracht ausfliegen. Hoffentlich haben sie da oben etwas. Scheiße. Wie erreicht es hier langsam? Geduld. Wenn wir hier Erfolg haben, können wir hingehen, wo wir wollen. So, hier machen wir einen Stealth-Kill. Ja, wir haben geklappt. Sie haben ihn zur Wetterstation gebracht. Warum das? Keine Ahnung. Ich habe über Funk gehört, dass Anna den Zugang zur Kuppel finden will. Vielleicht wissen sie ja, wie der Atlas zu deuten ist. Ich weiß es nicht, aber sie haben befohlen, alles zusammen zu... Wir haben Feindkontakt! Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Ich gehe wirklich ganz leise und langsam dahinterher. Dieser eine Typ, der gerade noch weggelaufen ist, den muss ich noch irgendwie leise killen. Wo ist er? Ich denke mal, hinter mir sind Schritte. Wo ist der Typ? Boah, da hinten sind noch mehr. Oh, fuck. Hoch, 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 hoch. Moment, ich schau mal nach. Pass auf dich auf. Ich glaube, ich habe was gehört. Ich sehe niemanden. Einer von uns! Scheiße! Feuer frei! Hab ich dich. Arschkrampe. Puh. Den haben wir auch. Funktioniert doch! Ich bin sowas von lautlos Overkill. Sie ist
Alter, sie ist flankiert. Woher wussten die, dass ich jetzt hier bin? Ich hab die doch lautlos gekillt. Was stimmt denn nicht mit denen? Oh, Biber. Hab ich noch gar nicht. Hä? Hast du die jetzt genommen? Ja, hat sie. Hatte ich noch gar nicht hier. Schöne Biberbettwäsche machen wir uns jetzt. So. Ich hätte hier noch viel mehr lautlos killen können, wenn die jetzt hier nicht irgendwie so eine Macke auf einmal haben und kommen auf die Idee, mich durch die Blätter zu sehen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So. Da gibt es noch was Russisches zu lesen. Und da vorne ist die Mauer. So. Ein altes sowjetisches Schild. Ah, Propaganda. Wie, kann sie nicht lesen? Das war's. Okay, das noch. Und einmal noch hier Lunzen. Nein. So, meine lieben Freunde, hier sollte es jetzt weitergehen. Ich gehe nochmal nur noch hier durch. Ah, da ist das Basislager. Perfekt. Sowas habe ich gesucht. Zum Abspeichern. Kiste. Ah, schon wieder ein Fertigkeitspunkt. Stempel für offizielle Trinity schreiben. Die werden heute kaum noch benutzt. Tschüpp. Noch ein bisschen drehen. So. Trinity schreiben. So. Und am Basislager angekommen. Nach 3 Stunden und 2 Minuten Stream. Wir verteilen den noch, damit ich es beim nächsten Mal nicht wieder machen muss. Mache ich das jetzt hier beim Kämpfen? Was haben wir hier? Starke Medizin? Nein. Beim Jäger. Da haben wir auch hier immer noch Atemkontrolle. Und Meister des Landes, entdecken Sie mithilfe der Überlebenden exotische Tiere in der Nähe und finden Sie Ihren Aufenthaltsort. Alles wichtig. Finesse. Ja, alles. Komm, rein. Scheißegal. Irgendwann muss ich eh alles freispielen. So, irgendwas war noch hier. Nein, war es nicht. So. Wir speichern das Spiel trotzdem mal. Mal gucken. Beim letzten Mal waren 24% abgeschlossen. Möchten Sie überspeichern? Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Was meint ihr? 24%? Ich tippe jetzt auf 52. Nee, das wäre zu viel. Doch, 52. Sage ich jetzt einfach mal. Alter! Alter! Das war mein gefühltes, 52% sind abgeschlossen. Wohl bemerkt, man muss natürlich dazu sehen, dass... Alter, wie gut ist denn das, bitte? 52, ja? Ich hab's gesagt. Egal. Ich freue mich gerade so, Alter, ich sollte Lotto spielen. Damit ist natürlich auch... Also ich denke, das Spiel wird so nach 70% oder so wird das Spiel sowieso fertig sein. Also die Hauptstory. Und dann kommen noch diese ganzen Nebenquests und so weiter und so fort. Aber das ist auch mal krass. Wie gut konnte ich denn das bitte einschätzen gerade? Wow. Da feiere ich mich ja jetzt selber. 52%. Ja, meine lieben Freunde. Es gibt noch Sachen auf dem Marktplatz, die ich irgendwie noch freispielen kann. Keine Ahnung, wofür dieser ganze Scheiß ist hier. Platin Packs. Dann habe ich noch Geschenke, weil ich irgendwas fertig habe. Ein Karten. Einfach mal reinhauen. Mal gucken, was da alles kommt hier. Kann man irgendwelche Karten... Ich weiß nicht, wofür die sind. Da, und dann darf man sich für einen entscheiden. Ja, will ich haben. Ach, hier gibt es noch mehr Karten. Alle umdrehen. So, und jetzt... Jetzt habe ich davon... 20-jähriges Jubiläumspack. Habe ich auch nie gemacht. Alle umdrehen. Habe ich jetzt also... Oh, Angel of Darkness Outfit. Das ist witzig. Oh, Tomb Raider 2 Design. Das ist geil. Das will ich alles haben. Ja, was haben wir hier noch? Boah, hier. Relikte zurückholen. Ach ja, es gibt noch einen ganz krassen Zombie-Modus. Den habe ich mal angetestet. Ist ja voll geil. Was ist das denn? Arktis-Outfit-Meister gewährt das Arktis... Alter, wie krass ist das denn? Da kommt voll die Mega-Boni. Tomb Raider 2-Meister gewährt... Alter, voll geil. Das heißt, wir daddeln das nächste Mal im Tomb Raider 2-Outfit. Was haben wir hier? Heldenhaft und noch irgend so ein Scheiß. Weg, weiter. Nächstes Wildnis-Überlebenspack. Hier, alle entpacken. Wir gucken uns das jetzt mal an, was wir hier haben. Gewährt alle Codex-Fähigkeiten... Wie krass ist denn das? Feinde können beim Sterben eine... Was mache ich mit diesen Karten? Kann mir das einer sagen? Baba Yaga Kartenpack. Alle umdrehen. Traumstachel. Also irgendwelche Sachen spiele ich mir gerade frei, weil ich die Sachen im Spiel gefunden habe. Das ist echt super krass.
Mondschatten gewährt die schwere Pistole Mondschatten Standardversion. Oder ist das dann für Multiplayer-Modus? Dass man dann diese Sachen einsetzen kann. Ich weiß es nicht, aber im Singleplayer spielt man Sachen für Multiplayer vielleicht frei. Ich hab... Alle umdrehen. Giftbüchse. Und man kann die dann auch noch verkaufen und kriegt irgendwelche anderen Credit-Sachen dafür. Also das sind so Sachen, die ich an dem Spiel hier überhaupt noch nicht verstehe. Aber ich habe noch 11. Ich drehe die jetzt nur alle mal um, damit die einfach mal entpackt sind. Aber mich würde echt mal interessieren, was ich dann mit diesen Karten mache. Kann ich nicht einfach alle entpacken lassen? Das sind alles andere Sachen. Kopftreffer bringen ihnen speziellen Bonus. Aber da steht ja minus 20%. Was bedeutet das? Weiße Witwe. Also ich denke, das sind Sachen für einen Multiplayer. Weil... Achso, ja. Lautlose Kills machen sie vorübergehend unbesiegbar. Das ist ja etwas, was ich sowieso habe. So. Unaufhaltsam. Söldner, Glückspilz, Bastion der Hoffnung. Gewährt die Bastion der Hoffnung, Variante der unsterblichen Rüstung. Ah, ich habe also die unsterblichen Rüstung gerade an. Okay. Und weiter. Kaltes Finsternis-Pack. Whatever. Ein echter Sammler steht da unten, weil ich so krass Karten sammle. Hier sind diese ganzen Zombies. Jeder infizierten Schwarm hält länger an als der jeweils vorherige. Coole Scheiße. Bogenmeister-Pack. Was ist das denn? Todesatem 5. Gewährt alle Upgrades des Todesatembogens. Wie geil sieht der denn bitte aus? Endlose Magazine, sofortiges Nachladen. Voll geil. Ey. Aber im Singleplayer würde das ja alles keinen Sinn machen. Weil sind wir mal ehrlich. Ich habe jetzt hier so Karten und kann mir dadurch den... kann mir dadurch dann das Spiel erleichtern? Nee. Ich glaube, das sind so Perks sozusagen für Multiplayer-Sessions. Panzerplatten. Feinde besitzen doppelt so starke Standardpanzerung. Bla, bla, bla. Und wir haben noch 3 Stück, die wir öffnen. Das Jägerpack. Alle Karten umdrehen. Und wieder was. Alle Karten umdrehen. Ja, ich glaube wirklich, das ist für das, wie gesagt... Multiplayer-Gedöns. Können auf jeden Fall auch mal Multiplayer machen, keine Frage. Aber wofür das alles sein soll. Es gibt auch noch das Croft-Anwesen, das gucken wir uns definitiv auch nach dem Hauptspiel mal an. Und ja, jetzt beenden wir das. Ich bedanke mich bei den Kniften da draußen für die Aufmerksamkeit. Es wäre echt mal ganz schön, wenn ihr schon zuguckt, diese Videos auch mal teilt, damit wir wirklich mal mehr sind, ja. Es ist echt immer so schade, wenn der Chat nur von 1-2 Leuten, auch wenn ich das toll finde, Price Clutch und auch Rilly und vorhin auch hier der Herr Tanne und Michi, wie heißt er? Jetzt habe ich seinen, Michi Feige, wenn die alle so schreiben oder auch Rotkäppchen und der böse Wolf und so weiter, das ist echt schön. Aber es soll auch Interaktion bei euch stattfinden. Ihr sollt euch unterhalten über das, was hier gerade passiert, ja, mit mir zusammen. Und dadurch, also es wäre einfach cooler, ne, wenn ihr einfach mal diese Videos pusht. Natürlich ist dann die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ihr vielleicht ein Steam-Gift abkriegt. Aber bei, habe ich mir jetzt einfach selber so auf die Fahne geschrieben, bei 3 oder 4 oder 5 Zuschauern werde ich nicht alle 10 Minuten irgendein Spiel raushauen, ja. Sondern wenn es mehr sind, gibt es mehr Spiele, sind es weniger, wird es halt weniger Spiele über den Abend geben, weil das ist einfach unfair. Also es ist zwar schön für die immer zuschauen, die haben dann auch eine große Wahrscheinlichkeit auf das Spiel, aber wenn es auch mehr Zuschauer sind, werden auch mal wieder mehr Spiele ausgeschüttet. So viel dazu. Ich bedanke mich, wie gesagt, für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt es in die Kommentare. Haut rein und bis denn und wir sehen uns irgendwann die Tage. Und jetzt zähle ich noch bis 5 und dann bin ich weg. 1, 2, 3, 4, 5.